Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Chroniken der Engel. Und mit dabei heute Hotne als Inariel. Schönen guten Abend, hallo. Und Feder als Zetariel. Huhu. Loki's Vibe als Lyriel. Guten Abend. Und der D-Rex als Daniel. Hallo. Und last but not least, Yamera als Liberiel. Oho, schönen guten Abend. Ja, wir schreiben den Sommer 2019, es ist ultra heiß und wir spielen trotzdem Pen and Paper. Unsere Ventilatoren laufen alle auf Hochtouren. Ich hoffe, ihr habt zu Hause alle ein kühles Getränk und ein Eis oder sowas oder beides. Ja, wir spielen heute in der fernen Zukunft im Jahre 2654 und es passt irgendwie das Wetter ganz gut zu dem Szenario, denn auch in dieser Zukunft ist es tropisch heiß. Und naja, es ist ein bisschen mehr Regen als hier, zumindest regnet es öfters. Aber es ist ähnlich warm immer. Und die Polkappen sind ja auch schon abgeschmolzen. Und das führt zu dieser Europakarte, die ich euch jetzt nochmal schön einblenden kann. Und die ein völlig neu strukturiertes Europa hinterlassen hat. Ich tue mich jedes Mal schwer, wenn ich davon lese, dass Leipzig eine Küstenstadt ist, zum Beispiel. Ja, Falls ihr mehr über die Welt von Engel herausfinden möchtet, dann schaut ihr am besten die alten Videos von dieser Playlist. Dies ist dann irgendwie, wenn ihr es später auf YouTube guckt, auch verlinkt. Es bleibt mir nur noch zu sagen, für die Engel schon kennen und die das ein bisschen Experten sind auf dem Gebiet, wir spielen so ein eigenes Engel-Universum, das sich ein bisschen abhebt von dem, was in den Büchern beschrieben ist. Ich habe da so ein bisschen was, finde ich, halt nicht so ganz ausgegoren. Ich lehne es ein bisschen an, ja, eher so an eine Koala-Engel-Welt, wenn man das so nennen darf. Es ist einiges anders. Einige geschichtliche Ereignisse sind nicht so eingetreten, wie sie eigentlich im offiziellen Kanon des Spiels eigentlich sein müssten. Andere dann doch wieder. Also falls euch irgendwas Ungereimtheiten auffällt, das muss so, ja. Okay, das nur vorneweg. Wir haben es hier zu tun mit einer Engelsschar, die noch nicht so lange Zusammenschar ist, nämlich eigentlich in Time erst ein paar Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon so lange her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Und trifft es eher. Ja. Bitte? Ist noch kein Tag. Noch kein Tag her. Tag. Also wir kratzen an den 10 bis 12 Stunden, glaube ich. Kommt drauf an, wo wir jetzt einsetzen. Ja, genau. Ja. Und Zetariel, die Michaelitin, hat den Auftrag bekommen, eine neue Schar zusammenzustellen und hat die fähigsten und besten zur Verfügung stehenden Engel natürlich ausgesucht. Für diese Aufgabe, und zwar hat sie die Aufgabe bekommen, in den hohen Norden zu reisen, in das sogenannte Raguelsland, heutiges Skandinavien, in die Nähe von Trondheim. Da war mal der Engelshimmel der Raguiliten, der Engelsorden, der sich mit alter Technik und vorsinnflutlicher Technologie befasst hat. Dieser ist allerdings ausgelöscht worden durch ein Fegefeuer, das einmal quer über den Himmel hindurch gefegt ist und quasi nur Schutt und Asche hinterlassen hat. Und die Kirche befürchtet, dass es durch den Verlust des Engelshimmels und, naja, zu Aufständen kommen könnte, oder hat davon schon gehört, und dass viele Menschen dort sich ketzerischen Gedanken und Gruppierungen anschließen und möchten eigentlich, dass es dort wieder ein
ja, einen Stützpunkt der Kirche geben soll. Und somit entsenden sie eine vollständige Engelsschar in den Norden, um dort ja, einen Außenposten zu gründen und die Menschen zu zeigen, dass die Kirche dieses Randgebiet Europas nicht vergessen hat, dass auch trotzdem, dass der Himmel gefallen ist, die Kirche immer noch einen starken Arm dahin ausstreckt und die Menschen beschützt. Und ja, das ist der Auftrag. Und die letzten Male hat sich die Schar erst einmal ein bisschen kennengelernt und haben ein paar Vorbereitungen getroffen und eine Route herausgesucht, Karten studiert, haben sich ein bisschen schlau gemacht, was man denn so braucht, wenn man da mit den Leuten interagiert, haben sich über Architektur und gesellschaftliche Bräuche und teilweise auch ziemlich ketzerische Feste irgendwie etwas herausgesucht, ja, und mal sehen, was davon alles Realität ist, denn keiner unserer Engel war jemals so weit weg im Norden. Und ja, es soll heute losgehen. Ein langer Flug steht voran, denn wir starten in Roma Aeterna, das heutige Rom, also Italien. Und ja, das Ziel ist halt Skandinavien. Das ist eine weite Flugstrecke. Und die Engel haben entschieden, ohne Begleitung zu reisen, alles auf dem Luftwege zurückzulegen. Und haben aber auch schon die Zusage bekommen, dass später wohl auch Templer und Kirchenvertreter nachreisen werden, wenn denn der Stützpunkt dann da festgezurrt ist. Ja. Federführend natürlich Zitariel als Anführerin der Schar und auch Inariel, der sich am besten auskennt mit Reiserouten und mit Karten und wo man denn generell gute Überflugwege über die Alpen zum Beispiel finden kann, wo man denn langreisen wollte. Es gab einige Wünsche. Ja, vielleicht könnte man ja einen Abstecher in die ein oder andere Richtung machen und dann Himmel nochmal besuchen, wo man lange nicht gewesen ist. Aber Inariel meinte, wir müssen doch eigentlich ziemlich schnell reisen. Das heißt, wir lassen diese ganzen Schlenker am besten mal weg und folgen unserem Auftrag. Und mal sehen, ob das so klappt. Ich wüsste jetzt ganz gern von euch zum Anfang nochmal genau, also wie ihr euch vorbereitet habt, was ihr alles mittragt, wie ihr das machen wollt und ja, wie nochmal eure Vorbereitungen zusammenfassend sind für den langen Flug. Und wo es genau nochmal lang gehen soll, damit die Leute das jetzt auch nochmal ganz kurz wissen. Öffne das Google Doc, Moment. Da haben wir das aufgeschrieben. Ketzerische vorsinnfluchliche Technik. Ja, das ist ja eigentlich, ist das ja, ich muss ja gar nicht so viel mitnehmen. Ich habe die Karte im Kopf, das geht ganz gut, das ist ja auch alles nicht so schwierig. Die anderen haben da Sachen zusammengetragen, vor allem Liriel hat, glaube ich, was mit. Und Liriel ist viel mehr bepackt. Liriel, schau dir nur all die Beutel mit dem Saatgut an. Genau, das. Sie hat sogar mit ihren Bohnen geredet. Hey, ja, dann wachsen sie besser. Die Katze bleibt hier. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, auch besser so. Ich glaube, die will gar nicht fliegen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, andere von uns wollen auch nicht fliegen, aber das wird schon. Und außerdem nehme ich nehme einfach einen Teil des Gepäcks mit. Aber da ich ja gerade gefragt wurde, wo es denn lang gehen soll, soll eigentlich erstmal schön geradeaus nach Norden. Vielleicht müssen wir nochmal einen kleinen Schlenker. Naja, wir schauen mal, wie es Liberia geht. Weil vielleicht müssen wir einen kleinen Schlenker landinwärts gehen. Weil wenn man direkt nach Norden fliegt, dann haben wir ja da diese große Bucht, die in Italien reingeht. Da, wo mal Venedig war, glaube ich. Die Adria. Ja. Die heutige Adria ist da ein bisschen weniger. Ja, ja. Genau. Und dann machen wir die erste Rast direkt vor den Alpen. Und dann versuchen wir die Alpen geradewegs nach Norden zu überfliegen und auf Leipzig zuzukommen, so zwischen den Himmeln durch. Wenn das mit dem Gebirge zu
doll wird, dann müssen wir nach Osten nochmal einen Schlenker machen. Aber das sehen wir dann. Dann können wir vielleicht auch noch in Prag anhalten. Ja. Das ist mein Plan. Was haben die anderen mit? Was muss ich nehmen? Also mir kannst du einiges abnehmen. Gut. Ich hab noch Bücher. Ja, ich habe ja einiges an Saatgut zusammengetragen, da wir ja immerhin auch die Bevölkerung ernähren müssen und irgendwie auch uns selber, obwohl wir ja natürlich als Engel nicht so viel brauchen. Ja, ansonsten ein bisschen an Kräuter, was man halt so als Erste-Hilfe-Tasche braucht, natürlich. Und dann, ich kann ja nichts dafür, dass es ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall, ich musste mich auch generell um Proviant und Ernährung kümmern, deswegen halt auch, ja, so zwei Töpfe und auf jeden Fall eine Pfanne, weil irgendwie müssen wir das Essen ja auch zubereiten, können ja nicht die ganze Zeit nur Knäckebrot futtern. Ja, sowas habe ich zusammengetragen. Der Vorteil von Engeln ist ja, dass sie nicht sonderlich viel Nahrung benötigen, also von daher. Ja gut, aber es ist ein langer Flug und wir haben nicht viele Pausen eingeplant. Oder nicht viele Zwischenhalte, von daher. Und Liberil hat mir beigebracht, dass Essen ein gutes Mittel zur Diplomatie ist. Genauso wie Musik. Ich wollte noch vorschlagen, ob wir nicht Instrumente mitnehmen, aber nein. Ich glaube, das wird eh abgelehnt. Ja. Die sind zu schwer. Vor allem, wenn man so ein großes Horn oder eine Trompete mitnimmt. Wir könnten einen Sarieliten gebrauchen, aber ich glaube, die bleiben auch hier. Ob ich heimlich einen einstecken kann? Liberia, noch ein Wort. Citarie steht so ein bisschen vor dieser Wand aus Büchern. Wie viele davon müssten wir wirklich mitnehmen? Die wirklich mit müssten, liegen da auf dem Tisch. Man sieht so einen Drei-Bücher-Stapel. Das sind zu viele. Das habe ich befürchtet. Deswegen habe ich die meisten schon im Kopf. Das ist sehr gut. Aber dieser Stapel da ist die Architektur. Du hast gesagt, dass wir ein Fort aufbauen sollen. Dann könnte das nützlich sein. Da ist auch drin, wie man Ziegelsteine brennt. Ich hoffe, wir finden das Material dazu. Und die hast du noch nicht im Kopf. Ja, das ist guter Punkt, denn man sollte ja auch daran denken, dass ihr es mit normaler Landbevölkerung zu tun haben werdet, wenn ihr da hochfliegt. Und Bücher sind eigentlich nicht erlaubt. So. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn man dann so eine ganze Bibliothek mit sich herumschleppt. Ihr seid zwar Engel, aber. Der Stapel da der Wichtige. Ihr sollt halt ein strahlendes Vorbild für die Kirche sein. Das ist eine Bibliothek. Dann brauche ich auf jeden Fall diese zwei dort. Gut. Das sind die Dokumentationen für den Orden. Das dritte dort ist die Dokumentation unserer Schar für den Himmel. Für die Chroniken der sarielitischen Kirche. Ramielitischen Kirche. Ramielitischen? Du bist ein Ramielitischer. Bin gerade oben. Ja, du bist ein Ramielit, ja. Das ist richtig. Nein, aber wie heißt denn die Kirche allgemein? Angelitisch. Angelitisch, verdammt. Von Angelus der Engel. Genau. Also man merkt, Liberia ist ein bisschen durch den Wind, vermutlich wegen dem anstehenden langen Flug. Ich beäuge dieses Buch, das unsere Chronik sein soll, für einen kurzen Moment, so als würde es mich gleich anfallen. Als würde es von der Tischkante aufspringen, um mich anzugreifen oder so. Drehe ihm dann aber den Rücken zu und meine dann, gut. Morgen bei Sonnenaufgang, Abflug, bereit an der oberen Flugplattform. Das habe ich befürchtet. Wenn ich nicht alles täuscht, hatten wir auch geschlossen eigentlich schon in der Nacht. Und Citaril hatte einen fürchterlichen Albtraum in der Nacht gehabt. Ja, hatte ich. Von daher, erwacht... Mach mal eine Karte für mich. Erwacht Citaril wahrscheinlich am nächsten Tag aus ihrer Meditation. Weil richtig schlafen tun Engel ja nicht, sie meditieren.
Du bist gemutet, Hotney, wenn du was sagen möchtest. Ja, und ja, was wollt ihr? Jetzt bin ich raus. Genau. Er wacht wahrscheinlich etwas konfus und etwas, ja. Zieh mal eine Karte für mich. Oh, ja, fangen wir früh an heute. Ja, Moment. Karten. So, nächste Karte. Die Begine. In der aufrechten Bedeutung. Moment, ich kopiere und füge ein in unseren Chat. Na. Es will mir nicht gelingen. Jetzt. So. Erleuchtung, Intuition, Einfallsreichtum, Meditation, Eingebung, Wachstum, Entwicklung, Bewusstsein, Geheimnis, Innenschau. Gut. Ich habe solche Träume wahrscheinlich öfter gehabt. Ja, so einen noch nicht. Der wirkte sehr plastisch. Okay. Ja, meine Intuition sagt mir jetzt eigentlich, dass ich jetzt dringend in dieses Dorf muss, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Die Frage ist, wie viele Stunden habe ich noch bis Sonnenaufgang? Wann bin ich aufgewacht? Ja, wahrscheinlich bin ich vor Sonnenaufgang wach geworden. Wahrscheinlich bin ich früher als sonst aus der Meditation aufgeschreckt. Das heißt, ich verlasse meine Kammer. Ich habe mein Bündel schon gepackt. Da ist eine Decke drin, da ist mein Schwert drin. Da sind die wenigen Habseligkeiten, die ich habe, drin. Laufe nach oben zur Flugplattform. Ich weiß nicht, wer um diese frühe Morgenstunde schon unterwegs ist. Vermutlich keiner, aber ich weiß, dass ich normalerweise 2 Stunden brauche, um hin und wieder zurückzukommen. Aber ich möchte meine inneren Kräfte sammeln und das Ganze in maximal 1 Stunde hin und zurück hinkriegen. Ich muss einfach wissen, ob dieser Traum eine Vorsehung war, ob es eine Nachricht ist, die Gott mir geschickt hat. Oder ob es nur ein Traum war. Weil wenn er sich wirklich so deutlich unterscheidet von allem anderen, was ich bisher geträumt habe, dann ja. Verlasse ich den Himmel fluchtartig und fliege so schnell, wie ich kann, wie es meine himmlischen Kräfte zulassen, aus der Stadt. Bist du dabei besonders leise oder besonders schnell? Im Himmel besonders leise und außerhalb des Himmels besonders schnell. Okay. Dann, wenn auch immer von euch das mitkriegen möchte, müsste ich dann wahrscheinlich mal eine Karte ziehen für den oder diejenigen. Oder einen Gesichtswürfel schmeißen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich früher aufstehen, also früh wach sein möchte. Denn ich möchte mir noch so ein bisschen das Wetter anschauen. Das ist ja sehr wichtig für den Flug, wie das Wetter wird. Aber es kann gut sein, dass sie vorher weg ist. Da könnte dein Gesichtswürfel tatsächlich helfen. Ich weiß es auch nicht. Ich muss ja wahrscheinlich mehrfach laufen. Was sagt er dir, der Gesichtswürfel? Der sagt mir, dass das bei Skype so winzig klein ist, dass ich gar nichts sehe. Das ist... dieser ein finster guckender Lächelnder. Genau. Finster guckender. So ein genau. Das beschreibt es am besten. Das interpretieren wir schon Würfel und nicht nur Karten. Schlimm, ey. Ich mag den Gesichtswürfel. Das ist der beste Spielleiterwürfel ever. Ja, es wird dann so sein, dass ich gerade, ich will ja nach dem Wetter gucken, also schon mal auf so eine Plattform und werde tatsächlich noch sehen, ich werde erkennen, dass es Cetariel ist, die wegfliegt. Ja.
Okay. Und dann bleibe ich auf der Plattform stehen, gucke ihr hinterher. Sie wird das schon wissen. Ja, ist ja die Michaelitin der Schar. Sie wird schon genau, wissen, was sie tut. Wir haben noch eine Stunde. Ist hier eine gute Stunde, das wird schon gehen. Ja. Dann schaue ich mal, wie das Wetter denn so ist. Ob sich das. Ja, es zieht sich. Gewitter, es ist schwül warm. Jetzt auch schon in der Nacht halt ähnlich wie jetzt, zur Zeit, wie es jetzt nachts auch haben, sodass man das nachts nicht wirklich runterkühlt. Aber im Gegensatz zu jetzt, wo es halt ja noch relativ Hitze, also so richtig so drückend heiß ist, ist auch eine besondere Schwüle da und auch so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und ja, der Himmel zieht sich auch so ein bisschen mit Wolken zu und es wird wahrscheinlich anfangen zu regnen. Na toll. Na gut, dann müssen wir. Des Tages zumindest. Dann versuche ich mal gedanklich Kontakt zu Citariel aufzunehmen. Citariel, wir müssten vielleicht so früh wie möglich los. Es könnte regnen. Ich bin mir nicht sicher, ob du sie noch erwischt. Dadurch, dass sie halt echt pfeilschnell unterwegs ist und ich nur einen bestimmten Radius habe, in dem ich euch empfangen kann. Könnte es halt sein, dass du vielleicht so das Gefühl hast, du hast sie gerade und dann spürst du halt weg. Ja, hast du auch wahrscheinlich am Himmel gesehen, wenn sie auf einer Flugplattform hochgesprungen ist, sich abgestoßen hat, dass sie mit wuchtigen Flügelschlägen sich schnell an Höhe gewinnt, nach oben katapultiert hat und dann einem Affenzahn in Richtung Horizont abgehauen ist. Also kein gemütlicher irgendwie Flug, sondern auch kein normal schneller Flug, sondern ein wirklich anstrengend, ultra gehetzter Flug. Ja, ich mache mich tatsächlich so innerlich eher bereit auf den bevorstehenden Tag. Bleib bei der Plattform, schau zu unserem Gepäck, das schon bereit liegt und warte auf die anderen. Ja. Wer ist denn der erste von euch, der früh wach ist? Liberiel wird recht wenig schlafen, weil sie versucht, so viel nützliches Wissen noch zusammenzutragen und sich einzuprägen, wie es geht. Und Lyriel hatte ja auch noch nach Schmiedekunst gefragt und hatte da wohl mit einem Schmied gesprochen, was nicht so richtig effektiv war. Nein. So, dass Liberiel die Nacht auf jeden Fall noch damit verbracht hat, darüber Wissen irgendwo auszugraben. Entweder hier aus der Bibliothek oder aus dem Wissenshort der Ramiliten. Was auch dazu führt, dass sie wahrscheinlich früher an der Flugplattform ist, auf der wir uns treffen wollen. Daniel würde auch früher aufstehen als gewohnt. Der ist sowieso schon ein Frühaufsteher, ist so gedrillt worden. Aber jetzt vor so einer großen Abreise und so, würde er auch noch mal früher auch zu dieser Plattform gehen, auch schon sein Langschwert mit dabei und da auf der Plattform noch mal so ein paar so Schattenübungen machen wollen, einfach um mental fit zu bleiben für potenzielle Gefahren, die er dann auf der Reise abwenden muss. Guten Morgen, Daniel. Morgen, Inariel. Auch schon wach. Ja, es sieht nach Regen aus. Es wäre gut, wenn wir so früh wie möglich aufbrechen, sobald alle da sind. Citariel kommt sicherlich gleich wieder zurück. Sie ist nochmal losgeflogen. Vielleicht hat sie Befehle, die sie noch holen muss. Sehr wahrscheinlich. Normalerweise reist man vor einer großen Aufgabe nicht noch mal kurzfristig ab. Sie wird schon wieder da sein. Sie ist die Michaelitin, sie weiß, was sie tut. Da bin ich mir bei Citariel ganz sicher.
Da gehe ich schwer von aus, ja. Was tust du? Ein bisschen Training. Aber nicht für Ausgaben. Wir haben noch zu tun heute. Wir werden den ganzen Tag fliegen. Ich gucke so auf mein Schwert. Das kriege ich schon hin, aber wenn es wirklich anfängt zu regnen, wie du gesagt hast, sollten wir die Beryl besonders im Auge behalten. Das sollten wir sowieso. Aber sie kriegt das schon hin. Sie hat wunderschöne Flügel, oder? Sehr eindrucksvoll, ja. Mhm. Finde ich auch. Eine Schande, dass sie die nicht nutzt. Ja, das wird sie schon. Das kriegen wir schon hin. Spätestens nach der Aufgabe wird sie sehr stolz auf ihre Flügel sein. Definitiv. Und Daniel würde so mit dem Schwert so ein bisschen so in deine Richtung zeigen. Ein paar Ausweichübungen? Ja, natürlich. Ich glaube, es schadet nicht, wenn du schnell bleibst. Mhm. Ja, ich werde so auf so einem kleinen Podest über der Plattform gehockt haben, springe dann runter, stelle mich vor dich. Ja. Na dann, ich versuche mal so die Hände so ein bisschen, ich habe das ja ein bisschen gelernt, nicht wirklich mit Schwertern trainiert, aber ja, ein bisschen Nahkampf und so hatten wir auch trainiert hier und da. Vor allem habe ich zugeguckt und zugehört. Ich werde das schon hinkriegen. Also stelle ich mich so ein bisschen vor ihn und versuche auszuweichen. Du warst nicht im Krieg gewesen, ne? Daniel und Zitariel waren im Krieg, ne? Ja. Ja. Ich habe was mitgemacht, ja. Ich habe Kämpfe mitgemacht. Wenn man das, aber Krieg kann man das, glaube ich, nicht nennen. Es ist ein Unterschied zwischen Kriegskämpfen und Kämpfen. Ja. Also Daniel würde auch definitiv jeden einzelnen Hieb vorher abblocken. Also er hat nicht vor, durchzuziehen. Er hat auf keinen Fall vor, Inariel vor der Abreise noch irgendwie aus Versehen zu verletzen. Das, ja. Ja, es wird sein, dass ich wie gesagt, ich bin flink, das sieht man mir ja auch an und das weiß man auch von mir. Aber du wirst ihn sicherlich immer mal wieder so pack erwischen, gerade auch mal mit den Flügeln, das ist ja nicht ganz so einfach. Klar kriegt man den Körper irgendwie aus der Seite, aber man muss ja auch noch diese großen Flügel irgendwie auch noch zur Seite zu bekommen. Inariel schafft es auch immer mal wieder, dann sich loszustoßen, um einen Schwerthieb abzublocken, indem er einfach ein Stück hochfliegt. Aber du bist definitiv besser im Nahkampf als Inariel und das merkt man auch. Wenn immer mal wieder Pack und wieder das Bein vorne gehabt und wieder das Bein vorne gehabt. Du bist flink und wendig, aber... Immer dieses Bein! Ja. Ja, du tänzelst zu unruhig rum. Kontrolle. Ein erfahrener Krieger pflückt dich aus der Luft. Ja. Ich habe eigentlich nicht vor, so nah dran zu sein. Aber wenn es doch mal dazu kommt, nochmal. Ah, verdammt! Und dann wird wahrscheinlich der Nächste, der dazukommt, sehen, wie Daniel und Inariel da so ein paar Defensivmanöver für Inariel einüben. Wer ist denn der Nächste? Oder, ja. Liberiel hat ja gesagt, sie studiert die ganze Nacht durch. Also fast. Naja, nicht die ganze Nacht. Nicht die ganze Nacht. Ja, sie wird dann auch irgendwann auch ein bisschen sich der eine Weile der Meditation hingeben, ein paar Stunden und dann aber früh wieder wach sein und eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Vielleicht das letzte gute, geschmackvolle Essen, was sie in den nächsten Monaten bekommt, wenn sie nicht selber kocht, was sie ja während ihrer Zeit mit der ersten Engelschar durchaus gelernt hat. Und wird dann auch zur Flugplattform kommen, auch früher. Hört wahrscheinlich die anderen schon reden. Man sieht also zuerst wahrscheinlich eine Flügelspitze, dann ihren Kopf, wenn sie um die Ecke guckt. Guten Morgen, ihr seid schon dabei.
Ja, wir hatten gerade noch etwas Zeit. Ich schaue dich gar nicht an, sondern versuche weiter. Lasst euch nicht stören. Und dann setze ich mich so im Eingang auf so eine Bank. Wahrscheinlich steht dort eine Holzbank und dort setze ich mich hin, schaue euch an, aber ihr merkt sehr schnell, dass ihr Blick wegdriftet. Driftet der stark ab? Also ziehst du dich zurück in die Kathedrale der Gedanken oder guckst du einfach nur irgendwo ins Nichts? Nein, ich gehe in die Kathedrale der Gedanken, weil ich kann meine Bücher nicht mitnehmen. Die treuesten Freunde, die ich habe, und muss das Wissen bei mir behalten und mir macht halt der Auftrag Sorgen. Wir wissen nicht so richtig, was uns da erwartet. Ich will vorbereitet sein, ich will nützlich sein für die Schar. Wenn ich schon nicht fliegen oder kämpfen kann, dann will ich wenigstens mit meinem Wissen glänzen und deswegen sammelt sie wie so ein Eichhörnchen vorm Winter alles Wissen zusammen wie Nüsse. Nur, dass sie das nicht irgendwo versteckt, sondern feinsäuberlich in ihrer eigenen inneren Bibliothekstaverne ablegt. Ja, wenn wir dann ein bisschen gekämpft haben, gehe ich mal auch ein bisschen näher zu Liberie. Fehlinterpretiere sicherlich diesen abwesenden Blick und sage, machst du dir Sorgen? Das ist vielleicht der Moment, in dem Lyriel dazukommt oder so. Kann gut sein. Ja, Lyriel wird... Ich meine, sie hat ja schon ziemlich alles alles bis vieles zusammengetragen. Vielleicht irgendwie nochmal die Blumen, die sie ja eingepflanzt vorher nochmal gießen gehen, weil sie es kann und noch hier ist. Und Großteil der Nacht meditieren, weil sie weiß, dass es anstrengend wird, weil sie ja nicht die größten Flügel hat und zwar gerne fliegt, aber halt trotzdem, ne, gerade so ein super Langstreckenflug ist halt einfach anstrengend. Und wird dann halt, wie gesagt, viel meditieren und dann auch recht früh aufwachen. Und dann wahrscheinlich mit so einem Gedanken so, ach, da war noch was. erstmal das Gepäck, was noch in ihrem Zimmer liegt, halt einpacken, mitnehmen, vor allem die Heilerausrüstung, nochmal die Rolle quasi aufrollen, alles kontrollieren, wieder zusammenrollen, verpacken. Und dann nochmal in die Küchen, um nochmal zu gucken, was sie alles an Gewürzen eingepackt hat. Also zumindest, dass zumindest Salz vorhanden ist, weil Salz ist wichtig. Und dann halt wird sie wahrscheinlich eher so ein bisschen außer Atem an der Flugplattform ankommen, so, oh, hoffentlich bin ich noch pünktlich und die Treppen hochlaufen. Und dann, während Inariel gerade so vor Liberiel steht. Ja. Wenn du so vor Liberiel stehst, fällt natürlich auch auf, dass sie jetzt ein Kleidungsstück mehr hat, als ihr sie tags zuvor kennengelernt habt. Sie trägt zwar über ihrer weißen Bluse immer ein blaues Mieder mit bronzefarbenem Beschlag, aber jetzt hat sie auch in der gleichen Farbgebung auch einen Schulterschutz für beide Schultern, den sie trägt. Der sieht auch recht neu aus, nicht als wenn er irgendwie schon Kämpfe erlebt hätte oder so. Also man sieht keine Dellen, Macken, Kerben oder so etwas darin. Genau. Ja, Lyriel hat sich ausnahmsweise ihre Heilersachen auch tatsächlich mal angezogen oder halt auf jeden Fall bequeme, weite Sachen und nicht mehr die dreckigen Gartensachen. Also sieht sie jetzt auch nicht mehr ganz so vernachlässigt aus wie gestern oder am Vortag. Morgen, Lyriel. Lyriel? So schlimm wird es nicht. Sie ist in ihrer eigenen Welt. Sie kriegt nicht mit, was du tust. Ich dachte, du wärst schon in einer Schar gewesen. Ja, es ist aber trotzdem immer wieder... gut, dann können wir los, wenn Citariel da ist. Ich denke mal ganz fest an sie. Citariel, wir wären dann bereit.
Ja, Zetariel hat sich ja mit dem Gewaltflug, glaube ich, immer noch ein bisschen überschätzt. Ja. Wirst länger brauchen, als dass du dachtest, um das kleine Dorf zu erreichen, wo du hin möchtest. Ja, kurz vor Sonnenaufgang erreichst du das Dorf. Die ersten Strahlen jucken vielleicht über die Hügelkuppen. Sieht soweit eigentlich alles friedlich aus. So wie du es letzte Mal verlassen hast. Dann, aber es ist noch nicht sonderlich viel Betriebsamkeit im Dorf. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß ja, wo Helena schläft. Das heißt, ich werde vor der Hütte landen und mal durchs Fenster gucken. Ja. Blickst durch das Fenster, was auch merkwürdigerweise auch die Laden nicht geschlossen hat. Und das Bett ist leer, wo sie sonst immer schläft. Helena? Helena? Ich würde mal versuchen, die Laden zu öffnen. Kriege ich das hin? So. Die sind ja geöffnet, ne? Also, achso. Kannst reingucken. Sonst hättest du ja gar nicht kann gesehen, ich da reinklettern? Es wird mit den Flügeln kompliziert, ja, aber wenn du dich ganz doll anstrengst, bestimmt, ja. Sehe ich Kampfspuren oder ähnliches? Das Bett ist ein bisschen aufgewühlt, irgendwie als ob da jemand drin geschlafen hätte, aber sonst ist nichts unordentlich hier. Nicht unordentlicher, okay, als sonst ein Kinderzimmer halt ist. Ich stoße mich ab und schaue erstmal in ein nächstes Fenster. Ja, da sind die Läden geschlossen. Okay, ich lande unten vor der Tür und probiere, ob die Tür offen ist. Verschlossen. Okay. Ich schaue wieder hoch zum Fenster. Gibt es einen Hinterausgang? Ja. Okay, dann zum Hinterausgang. Ist der auch verschlossen? Ja. Okay, wenn in ein Haus eingebrochen ist, dann schließen die Räuber in der Regel nicht danach die Tür ab. Also, okay. Das heißt, ich fliege nochmal hoch zum Fenster. Frag vielleicht nochmal Helena. Okay, dann zupfe ich mir so eine kleine lose Feder aus dem Flügel, leg die auf ihr Kopfkissen, so halb unter die Decke, dass nur sie die findet. Mhm. Und dann, bitte, 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 mach, dass es ihr gut geht, mach, dass es ihr nicht was passiert ist. Bitte, 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 bitte. Und dann stoße ich mich ab und flieg zurück. So schnell ich kann. So hoch wie ich kann, um dann halt okay. Steilanflug auf den Himmel zu machen. Also der Zeitpunkt, den ihr eigentlich verabredet hatte zum Losfliegen gen Norden, ist schon längst verstrichen. Die ersten anderen Engelsscharen sind auch schon auf der Flugplattform, sind schon abgeflogen teilweise. Einige Bedienstete des Himmels irgendwie sind schon fleißig. Irgendwie mal das langsam wacht die Stadt auch auf. Und ihr steht oder sitzt immer noch da auf dieser Plattform und wartet auf Zetariel, die einfach nicht erscheint. Ja, wir haben also unser ganzes Gepäck. Daniel wird sich mal zu Inariel umdrehen. Du bist sicher, dass es ihr gut geht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nur wegfliegen sehen. Sie war schon zu weit entfernt. Warum sollte es ihr nicht gut gehen? Soll ich sie suchen gehen? Ich gehe sie suchen. Es ist unüblich für einen Michaeliten zu spät zu sein. Ich gehe sie suchen. Sie ist das Vorbild unserer Schar. Ja, sie hat ja vielleicht auch einen wichtigen Auftrag bekommen. Für den Fall, dass es ihr nicht gut geht, sollte ich vielleicht mitkommen. Ich
Ich habe ja gesehen, in welche Richtung sie geflogen ist. Klar. Ich richte die Kräuter an meinem Gürtel und so, noch so ein paar andere Beutelchen und guck dich einfach nur erwartend an. So. Nein, es wird alles in Ordnung sein. Bleibt ihr mal hier. Ich bin lange Flüge gewohnt. Ihr könnt euch ja hier noch ausruhen. Ich bin gleich wieder da. Und dann, ich will gar nicht auf Widerworte warten und schmeiß mich von der Plattform und flieg mal in Richtung des Dorfes. Weil in die Richtung ist sie geflogen jedenfalls. Ich würde unterwegs immer mal wieder sagen, Zetariel? Ja, fliegst, keine Ahnung, 10 Minuten in Richtung Dorf und als dann irgendwo dann der Empfang wahrscheinlich einsetzt irgendwann. Mayday, Mayday. Ich reich mir ja schon die Seele aus dem Leib, um euch alle zu erreichen. Irgendwann kriegst du dann ein etwas außer Atem, das, ja, ich weiß, ich bin zu spät, es tut mir leid. Du hattest sicherlich deine Gründe. Gut, dann ist ja gut, wenn du bist unterwegs. Ja, du siehst die weiße Sternschnuppe um am Himmel. Fehlen nur noch so die Kondensstreifen von so einem Düsenjet. Sehr gut, ja, dann fliegst du im Bogen und neben dich haben wir neue Aufträge erhalten. Nein, ich musste nur etwas überprüfen. Gut, wir sollten dann auch los. Es wird regnen heute. Okay. Und dann sehen die anderen wahrscheinlich auf der Flugplatz so einen weißen Punkt, der sehr, sehr schnell näher kommt und größer wird. Ja gut, bevor wir das sehen, also quasi direkt nachdem wir nachher los sind, würde ich einfach mal Daniel angucken. Warum ist er sich so sicher, dass nichts passiert ist? Daniel? Er vertraut unsere Anführerin, vertraut in ihre Fähigkeiten. Das vielleicht ist er leichtgläubig. Vielleicht wird uns das zum Verhängnis. Jetzt mal doch nicht das Schlimmste an die Wand. Ich wollte nur. Gut, ich kenne jetzt deine Einschätzung, danke. Und mit einer Gewaltlandung und einer riesigen Windböe fängt Zetariel sich so ein Stück über dem Boden ab. Dicht halt gefolgt von Inariel, ja. Und kommt dann auf der Plattform an, geht erstmal in so eine Art Superheldenlandung und guck dich an und fang dabei ein halbes Kräuterbündel aus der Luft, das mir vom Gürtel abgefallen ist dabei. Ja, der Windstoß weckt vielleicht dann auch Liberiel aus ihrer Trance und sie blinzelt. Oh, wir sind vollzählig. Ich denke, wir brechen dann auf. Ja, wir brechen auf. War etwas? Du wirkst so außer Atem, Zetariel. Ich bin nur sehr schnell geflogen. Alles in Ordnung. Oh, die Sonne ist ja schon weit gestiegen. Ich nehme an, du hast deine Gefühle unterdrückt, damit die anderen nicht irritiert sind. Mhm. Ja. Es ist nur eine körperliche Reaktion gerade. Alles andere ist Ausgeschaltet. Gut, dass man das kann als Engel. Ohne das wäre dieser Engel nicht mehr funktionstauglich. Das hat seinen Sinn, warum die das können. Zetariel bleibt noch einen Moment zu hocken und man sieht halt, wie sie versucht, gegen so ein Seitenstechen anzuatmen. Dann richtet sie sich auf und sagt, gut, wir werden heute mit einer kleinen Etappe beginnen und uns von Tag zu Tag steigern und längere Strecken fliegen. Vor allem auch aus Rücksicht auf Liberiel. Danke. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich musste noch etwas sehr dringend überprüfen.
Aber jetzt sind wir vollzählig und bereit aufzubrechen. Zuerst statten wir noch dem Dom einen kurzen Besuch ab und werden bei unserem Vater für eine gute Reise beten. Dann fliegen wir auf nach Norden. Gut, dann lassen wir unsere Bündel erstmal hier. Richtig. Dann versuche ich möglichst unauffällig, meinen linken Flügel zu dehnen und zu strecken, ehe ich ihn dann quasi wieder flatternd aufstelle und sage, folgt mir. Ich bin immer noch damit beschäftigt, die Kräuter wieder zurückzustopfen. Ja, fliege aber quasi auch schon mal los und mache das währenddessen noch wieder fest und ja, folge dir. Gut, ja, dann stattet ihr dem großen Petrusdom nochmal einen Besuch ab. Da ist auch schon geschäftiges Treiben, trotz der Frühe. Und ihr müsst euch natürlich nicht anstellen als Engel in die Schlange der normalen Gläubigen, die irgendwie um Einlass bitten wollen, sondern als Engelsschar wird natürlich vorgelassen. Und hört im Inneren des Domes sarelitische Klänge. Ja. Da geht einem das Herz auf. Wenn es ein Lied ist, das Lyriel kennt, würde sie ganz leise mitsingen. Nicht so schüchtern. Sing ruhig laut mit. Das ist zu Ehren unseres Vaters. Das stimmt. Und dann lasse ich mir das nicht zweimal sagen. Ist vielleicht mal eine schiefe Note dabei, aber nur ein bisschen. Liberiel stimmt neben dir mit ein. Klingt, als wenn sie öfter mal gesungen hätte. Ja. Und so stimmt ihr alle in das Loblied des zu Ehren Gottes ein. Es erfüllt euch auch noch ein bisschen mit Zuversicht und Stärke. Hinterlässt ein gutes Gefühl in euren Herzen. Und ja, als ihr dann entscheidet, irgendwie dem Dom den Rücken zu drehen und eurem Auftrag nachzugehen, fällt euch das Tragen des Gepäcks auch gar nicht so schwer, wie man eigentlich denken möge bei dem ganzen Zeug, was ihr da mitschleppt. Es ist zwar anstrengend, was ihr nach so noch ein paar Flügelschlägen schon irgendwie sehr feststellen könnt, aber die Zuversicht des Chorals hat euch Kraft gegeben. Und selbst für Liberiel, die ja das Fliegen eigentlich nicht so genießt, ist es halbwegs erträglich. Immer mit, vielleicht summt sie den Choral immer noch im Stillen etwas vor sich hin. Das macht es einfacher. Schön. Ja, ich habe die summen lassen und werde natürlich für eine gute Reise gebetet haben und für das Gelingen, aber auch erst recht Liberiel in Gebete eingeschlossen haben, dass sie hier den Mut fassen möge und das zu fliegen. Dass ich auch in sie vertraue und dass sie das Vertrauen in sich selbst finden möge. Ja. Und dann würde ich die Schar erstmal, ich würde mich nach vorne setzen und den Weg anführen. Auf jeden Fall, es kommt ja im ersten Falle gar nicht darauf an, hier jetzt einen Pfad zu finden. Es geht erstmal nach Norden, das ist nicht das Schwierige. Sondern was ich versuche, ist auch die richtigen Luftströmungen zu finden, dass das Fliegen so einfach wie möglich ist. Tatsächlich immer mal auch, dass eher darum geht, nicht jetzt links und rechts, sondern hoch und runter, dass wir in den richtigen Strömung fliegen. Und ich würde dabei auch immer mal wieder nach hinten, mal zu Liberiel. Anfangs sicherlich frage, Liberiel, geht das? Ja, noch. Spürst du den Wind? Der warme Wind? Ich versuche darauf zu achten, ja. Gut. Gar nicht so flattern. Nicht flattern? Nein, gut. Einfach ausstrecken.
Also ich versuche die Flügel weiter aufzumachen, um mehr Tragfläche zu bieten. Aber ja, man merkt einfach, sie ist A, das Fliegen nicht gewohnt und B, sind ihr diese großen Flügel auch unangenehm. Und wahrscheinlich ist die Muskulatur nicht gut genug trainiert, um die wirklich ganz aufzustellen und in ihrer vollen Spannweite auch zu nutzen. Das siehst du einfach als geübter Flieger. Ja, ich versuchte ja jetzt auch nicht die ganze Zeit da zu sagen, so und so, sondern ich schaue, ich versuche dir auch Mut zu machen. Und ich bin da eher so, das ist auch ein bisschen besorgt zu gucken. Ich versuche, eure Konstitution einzuschätzen. Auch Zitarie, weil sie heute schon geflogen ist. Ja, von Zitarie kriegt man gar nicht so viel mit, vor allem nicht auf der Gefühlsebene über den Gedankenkanal. Sie ist da wieder sehr abgekapselt. Das, was man halt mitbekommt, sind ihre wörtlichen Gedanken, wenn sie die an euch richtet. Unter anderem halt auch an dir, dass du deine Eindrücke halt von deinen Flügeln, so wie du das halt spürst, gerne über den Gedankenkanal teilen kannst. Wird sie dir mal auf so einem privaten Kanal mitgeteilt haben, damit Liberiel das halt mitkriegt und mit wahrnehmen kann. Ja, und ansonsten hat Cetariel die Flugformation so aufgebaut, dass wir halt Inariel haben, dann Liberiel als Zweite, mich in der Mitte, hinten Lyriel und ganz hinten Daniel, weil wenn es Hinterhalte gibt, greifen sie von hinten an und wir brauchen unsere stärkste Kraft hinten. Und ja, Liberiel gibt damit auch so ein bisschen das Tempo vor, in dem wir fliegen, indirekt. Während halt Inariel die Freiheit hat, vor und zurück zu fliegen, wie es ihm als Speer halt passt. Ja, aber wenn du sie jetzt nicht direkt fragst oder so, wirst du halt wahrscheinlich schwer einschätzen können, wie es ihr gerade geht. Ich versuche auch gar nicht dein Gefühl einzuschätzen, sondern die körperliche Konstitution. Gerade, ich denke mal, dadurch, wir sind ja nun mal keine Vögel, sondern wir müssen ja auch mit den Körper recht gerade halten. Und ich glaube, daran sieht man das sehr schnell, wenn die Arme irgendwie runtergehen oder die Beine, die Körperspannung einfach so ein bisschen weggeht, sieht man sehr schnell die Erschöpfung. Und du hattest ja auch, Zitarie hatte gesagt, wir fliegen dann bald eine Pause und versuche dann auch, wenn ich merke, dass das erste Mal bei irgendjemandem so die Körperspannung, ich denke mal bei Daniel nicht, gestählter Körper, da geht das schon. Man merkt, es wird auch nur leicht schwächer, dann würde ich da auch schon die erste Pause. Ja, unter euch ziehen die, ja, erst zuerst die Stadt natürlich, dann kleinere Dörfchen, die irgendwie in der Nähe von Roma Eterna liegen, Felder, kleinere Gebäude, Reisfelder vor allen Dingen, dann ein kleines Wäldchen irgendwie an euch vorbei. Und nach ein paar Stunden fängt es auch an zu regnen, wie Inariel das vorausgesagt hat, was den Flug zusätzlich etwas erschwert, weil die Flügel sich dann schnell mit Wasser tränken. Und so kommt diese Pause gar ganz gelegen wahrscheinlich für den einen oder anderen. Ja, genau. Ich würde dann versuchen, noch ein bisschen im Regen zu fliegen, damit die anderen auch merken, wie gerade Liberia, wie doof das ist. und dann auch bald, wenn ich merke, okay, so jetzt reicht's. Irgendwo versuchen, ein Waldstück oder so, wo dichte Bäume sind, wo dichtes Laub ist am besten, dann da runtergehen. Ja, dann findet ihr tatsächlich ein relativ dichtes Waldstück, etwas abgelegen, ja. Geht's allen gut? Sind wir vorangekommen? Wir sind. Ihr müsst ihr mal entscheiden, wie lange ihr jetzt geflogen seid. Also. Wir sind kurz davor, die Adria zu überqueren. Das wird der nächste anstrengende Abschnitt. Der ist länger, oder? Ja, und es ist nur über Wasser. Da können wir nicht direkt pausieren. Deswegen wollte ich fragen, ob wir das jetzt wagen wollen oder ob wir den längeren Landweg nehmen wollen. Ich weiß auch nicht, wenn es für jemanden zu anstrengend ist, könnte ich auch jemanden kräftigen. Ja, ist ja vielleicht, dass das
durchaus in meiner Macht liegt. Gut, besprecht das. Ich schaue mich hier um, ob es nicht irgendwas gibt. Ich habe das nämlich gelernt, wenn wir irgendwo ankommen, dann habe ich gefälligst den Platz auszukundschaften, zu schauen, ob es hier vielleicht irgendwas Böses gibt, Traumsaat. Ich gehe nicht davon aus, aber trotzdem bin ich das gewohnt, dass ich hier erstmal kleine Kreise ums Lager ziehe und schaue, ob hier nicht irgendwas Gefährliches sein könnte. Oder vielleicht was Gutes, vielleicht gibt es ja auch Nahrung oder so. Aber brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Ja, du findest nichts sonderlich Gefährliches, du findest einige Spuren von Tieren, definitiv, aber sonst ist hier also kein Tier, was du jetzt irgendwie an den Spuren als gefährlich einstufen würdest. Gut. Ja, ich genieße das ein bisschen, hier alleine zu sein, durch das Unterholz zu streifen, ein bisschen abseits von der Schar, da geht es mir eigentlich ganz gut. Die sollen jetzt erstmal besprechen, wie es weitergeht. Ich mache hier mein Ding, das ist schön. Und Citari kann mich ja jederzeit zurückrufen, wenn sie möchte. Ja, Citari steht tatsächlich relativ nachdenklich, vielleicht mit dem Rücken an so einen Baum gelehnt und dehnt ihre Flügel. Sie würde auch Liberiel angeraten haben, das zu tun. Zum einen, weil es die Muskeln kräftigt, zum anderen, weil es Krämpfe verhindert. Und sie würde sich dann an dich wenden. Inariel, das Wetter ist unberechenbarer über dem Wasser. Denkst du, dass wir es mit einem Sturm zu tun bekommen? Herr Spielleiter? Nee. Nein, also das Fliegen über das Meer ist natürlich immer etwas windiger als übers Land. Aber ein Sturm kommt jetzt nicht auf, aber man sollte die Winde über dem Wasser schon nicht unterschätzen. Da hat Daryl zumindest recht, ja. Nein, zu einem Sturm wird es nicht kommen, aber es wird ein anstrengender Flug, das auf jeden Fall. Ich fürchte, wir werden den Landweg nehmen müssen. Gut, dann komme ich gleich wieder. Sollten wir bald aufbrechen. Und es wird ein Umweg, ja. Ja, ihr rastet, meditiert vielleicht ein bisschen, um Kräfte aufzutanken. Wenn ihr noch irgendwas anderes machen wollt, könnt ihr es ja gerne noch sagen. Ansonsten verbringt ihr eine ziemlich ruhige Pause und fliegt dann, lasst das kleine Wäldchen hinter euch wieder los und fliegt der Küste entlang über Land und passiert das ein oder andere Fischerdorf und man kann jetzt schon am Horizont halt die großen Berge schon erkennen, die es dann irgendwann zu überqueren gilt. Ich würde dann auch versuchen, dass wir tatsächlich nur so ein bisschen über die Adria fliegen, wenn es nur eine Stunde oder so ist, dass wir vor allem das würde ich dann tatsächlich auch sagen. Vielleicht sollten wir auch noch eine Stunde übers Meer fliegen. Wir müssen in ein paar Tagen eine weite Strecke übers Meer. Dann wisst ihr schon mal, wie das ist. Ja, ich glaube, die Strecke übers Meer, die ihr da oben hinterlegen müsst, ist fast so viel wie über das ganze Land, was ihr dazwischen habt. Ja. Genau. Als Erfahrung kann es nicht schaden. Gut. Dann noch ungefähr eine halbe Stunde, dann würde ich sagen, geht's über das Meer. Das Meer ist schön. Ja, wenn ihr mein Angebot für eine Stärkung besteht immer noch. Liberiel, wie geht es dir? Ihr merkt, Liberiel ist still und man sie beim Fliegen beobachtet. Es ist nicht die Höhe, die ihr Probleme machen, sondern wenn irgendwie Luftlöcher oder Turbulenzen sind und sie ins Trudeln gerät und vielleicht auch so absackt, dann schwappt vielleicht auch über die Leitung hin und wieder so ein Angstgefühl, das in ihr aufsteigt. Also es scheint die Angst vorm Fallen zu sein, nicht die Höhe an sich, die ihr Probleme bereiten. Ansonsten ist sie still und verbissen und versucht euch nicht zur Last zu fallen. Das fällt auf. Du würdest sie vielleicht auch so einschätzen, dass sie es nicht zugeben will, wenn sie kaputt ist.
Sie wird also nicken und es kommt ein gepresst. Geht mir gut. Ich kling mich mal kurz bei Luriel in privaten Kanal ein. Kannst du sie während dem Fliegen stärken? Die Frage gebe ich an den Spieler. Warte, Moment. Aber das muss ja. Schon, ja. Durch Hand auflegen. Ja. Ja. Ja, dann antworte ich halt. Ich müsste an sie ran, um die Hand aufzulegen. Aber das sollte ich hinbekommen. Ich kling mich mal kurz aus, kling mich bei Inariel ein. Inariel, welche Luftströme sind vor uns? Turbulent? Eher gleichmäßig? Naja, er fliegt halt übers Meer, ne? Es wird turbulent. Vor dem Meer ist manchmal, dass da doch sehr wieder das kalte Winde und warme Winde sich abwechseln. Okay. Ich bedanke mich, kling mich aus, kling mich bei Daniel ein. Daniel, wir setzen uns vor Liberiel, damit wir ihr eine Luftschneise ziehen, in der sie ruhiger fliegen kann. Natürlich. Und schließ mit mir auf und dann würde ich quasi ein bisschen beschleunigen, Liberiel links überholen und währenddessen zu Lyrie sagen, dann setz dich über sie. Dann kannst du ihr von oben die Hände zwischen die Schultern legen, ohne dass du sie zu viel behinderst. Wird gemacht. Okay, was denkt sich jetzt gerade Liberiel? Also, Manöver. Als Cetariel dann auch links an dir vorbeizieht, zieht dann auch Daniel rechts an dir vorbei. Hi! Der Kopf, der hin und her dreht. Irgendwas? Man sieht so Verwunderung und auch, aber durchaus auch Aufmerksamkeit. Ja, du fühlst jetzt auch einen leichten Luftsprung von oben. Bitte nicht erschrecken. Was ist das für ein Manöver? Es ist ein ganz, wird es gleich besser gehen. Manöver. Ein ganz tolles. Ich strecke halt meine Hand aus, komme vielleicht irgendwie mal kurz an einen Flügel oder so, weil es halt einfach doch ein bisschen unruhig ist. Vor allem, ich bin ja nicht in der Luftschneise. Und ja, sobald ich deine, also zwischen deinen Schultern bin, halte ich mich so ein bisschen am Stoff der Kleidung fest und ja. Lass dann meine Kräfte walten, um deine Kräfte zu stärken. Also halt vor allem, ja, was Schultern und Flügelmuskulatur angeht. Man sieht, wie die schwarzen Finger von Lyriel irgendwie auf der Kleidung sich ein bisschen an der Kleidung festkrallen, Hautkontakt durch die Kleidung herstellt. Lyriel fühlt, dass irgendeine Kraft auf sie einwirkt. Nicht unangenehm, aber doch, ja, jetzt überraschend. Was machst du? Ich spüre halt ihre schwarzen Finger direkt auf der Haut. Sie hat ja einen bloßen Rücken. Sie hat ja da, ist ja im Grunde nur im Nacken, ja, okay, geschlossen und der Rücken ist frei und die Flügelansätze. Scheiße, ich spüre wahrscheinlich ihre, wahrscheinlich auch warmen Finger hinten im Nacken, auf dem Rücken. Was tust du? Dann sieht man auch, wie ein bisschen dieser schwarzen Farbe in die Haut von Liberiel einsickert. Nackenhärchen, die sich aufstellen. Ja, wahrscheinlich. Der Flügelschlag wird unregelmäßig dadurch. Irritiert ihn Liberiel offenbar mit eurem Manöver. Und sie verliert den Takt, den sie mühsam irgendwie gefunden hat über die letzten Stunden. Wahrscheinlich wird es jetzt auch nicht nur durch Luriels Hand, sondern generell auch einfach jetzt quasi wärmer zwischen deinen Schultern. Und ja, du merkst, wie sie halt einfach noch ruhiger wird und ne, weil sie halt merkt, dass es dir ein bisschen unheimlich ist. Lass es einfach geschehen. Konzentrier dich auf deine Flügel, auf deine Schultern. Sie sind einfach nur eine Erweiterung deiner Schultern. Und dann denk an nichts anderes als auf und ab. Und auf und ab. Lass dich in deinem Takt nicht irritieren. Du kriegst nur einen Schnauben von unter dir. Liberiel fühlt, ja, Stärke in ihre Schwingen fahren. Also die Muskulatur entspannt sich.
diese einfach diese Krämpfe, die man hat, wenn man halt Muskulatur Schlange beansprucht, diese Ermüdungserscheinungen, es verfliegen fast augenblicklich und ein wohliges Gefühl macht sich im Körper breit und du fühlst dich so stark, du könntest sofort jetzt irgendwie noch einen Zahn zulegen, wenn du wolltest. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Wenn du wolltest. Aber es kommt ein erleuchteter Seufzer von ihr, der ihr tatsächlich entwischt. Du spürst auch einfach unter dir. Oder durch diesen Kanal kommt auch so ein Gefühl von Erleichterung. Ja, wenn ich merke, dass meine Arbeit getan ist, lasse ich mich halt wieder ein bisschen dadurch fallen, dass wir uns nicht gegenseitig behindern. Und man sieht noch kurz diesen Handaufabdruck auf dem Rücken, diesen schwarzen Handaufabdruck auf dem Rücken von Liberiel, dann versickert die Farbe langsam. Und wenn Lyria ihre Hand begutachtet, hat sie auch gerade jetzt nur ganz seichte schwarze Fingerkuppen. Also, den Dreck an mir abgewischt. So. Nun, dass ich keine Augen Zum Glück hast du am Rücken keine Augen. Die heiligen Schmutzengel, wie cool ist das denn? Ey? Hier, heiliger Schmutz. Keime sind gut für dich. Das ist ein Immunisierung. Ja. Aha. Also es sah am Anfang halt aus wie so eine, wie halt die Tätowierungsfarbe. So sieht das halt auch aus bei Lyriel auf den Fingern, als ob die ganzen Finger halt tätowiert sind in schwarz. Und dann versickert die Farbe aber irgendwann und lässt wieder die normale Hautfarbe auf Liberiels Rücken zurück. Noch schöner, ja. Wenn man immer sehen würde, wo ich mal hingegriffen hat. Und wenn er dann irgendwie noch ein paar Minuten weiterfliegt, wird sich auch die Hautfarbe an Lyriels Fingern auch wieder auffüllen. Also die Finger werden wieder ganz schwarz. Er hat nachgeladen. Genau. Wegfahren! Ja, und wenn ihr über das Meer fliegt, die Küste hinter euch lasst, ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch ein ungewohntes Gefühl, kein Land unter sich zu haben. Ihr seht irgendwie ein paar Schiffe unter euch. Kleine Fischerboote, aber sonst nicht viel. Vielleicht den ein oder anderen größeren Fisch, der an die Oberfläche schwimmt, den man von oben halt gut beobachten kann. Aber es ist halt ein eigenartiges Gefühl, weil wenn jetzt irgendetwas schief geht und man abtrudelt, dann hat man keinen Boden, auf dem man landen kann. Ja, in Ariel, der hat der Rocker kein Problem mit. Der ja immer mal wieder runter zu den so nah an die Fischerboote und oh, da so ein ganz großer Fisch, ui, der wird auch mal ranfliegen und so versuchen. Es ist ganz witzig, so ein bisschen mit den Fingern durchs Wasser und dann wieder hochfliegen. Kommt dann zu euch. Das macht ziemlich viel Spaß, das solltet ihr auch mal machen. Aber ich schaue zu Zetariel, das ist natürlich nicht in der Formation. Heavy breathing. Sei dir verziehen. Ich war ja heute selber nicht vorbildlich, also ich gucke eher mal lieber so zu Lyriel und Liberiel und Daniel. Wie weit sind die Fischerboote entfernt? Ja, die habt ihr schon, also die sind halt nur in der Nähe der Küste und ihr seid ja jetzt halt aufs Meer rausgeflogen quasi. Okay, das heißt, man sieht uns nicht. Wunderbar. Aber vielleicht am Horizont halt noch, ne? Also. Ja. Guck mal zu den anderen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch. Ich lass mich fallen. Hui! Noch wieder runter. Ich würde halt mich zu Liberiel umdrehen. Wenn du es probieren willst, ich bleib an deiner Seite. Du wirst nicht ins Wasser fallen. Nein, ich denke, ich brauche die Kraft. Und ich kenne das Meer. Ich habe das letzte Jahr am Meer verbracht. Das Kloster, in dem ich stationiert war mit meiner Schar, hat am Meer gelegen. Oh. Das wusste ich nicht. Es ist eine alte Mine. Eine Mine am Meer? Nun, der Geschichte nach lag sie nicht immer am Meer. Läuft Silber, die dann nicht bei Wasser? Ah, eine vorsinnflutliche Mine also. Sie ist noch in Benutzung. Das Kloster ist auch schon alt. Es gehört dort zur Mine und hat sich schon seit jeher um die Bedürfnisse der Menschen dort gekümmert.
Junge Engel werden dort wohl stationiert, um ein Auge auf das Kloster und die Mine zu haben, weil sie wichtig ist. Hat es dir gefallen? Schon, ja. Eine Schar ist etwas ganz anderes als der eigene Himmel. Und nur die eigenen Engel um sich zu haben. Das ist richtig. Also Citharil und Ibiriel fliegen halt weiter in gutem Abstand zur Wasseroberfläche geradeaus. Inariel schießt immer wieder in den nach unten und vielleicht taucht er mal ganz in ein oder so. Macht na. So wie so ein Vogeltaucher. Oder so. Naja, auf jeden Fall immer mal wieder hoch und runter. Und ja, was machen Lyri und Daniel? Wenn ich der Überzeugung bin, dass meine Kraftreserve noch aushalten. Und ja, doch bin ich schon. Dann packt mich auch die Neugier und ich würde mich auch mal so ein bisschen, ja, nicht direkt fallen lassen, aber halt im Sinkflug und dann irgendwie mal schauen, auch die Hand so ein bisschen ins Wasser halten. Ganz vorsichtig erstmal, vielleicht kommt Inariel dir dann entgegen, spritzt dich mit Wasser voll oder so. Ja, auf jeden Fall. Mein Nassseite eh, es regnet, ja. Also. Ja. Solange er mich nicht mit Fischen bewirft, ist alles gut. Und Daniel? Daniel sieht das tatsächlich eher als so ein bisschen Ablenkung vom eigentlichen Auftrag und er möchte da eigentlich viel lieber fokussiert bleiben und schaut sich das dann einfach aus der Luft um und hat dann auch lieber nochmal ein Auge auf Liberiel, weil die ja auch mit der Witterung nicht so die Erfahrung hat. Okay. Ich lasse das so voll aus dem Gedankenkanal raus und wenn Inariel irgendwie gerade in meiner Nähe ist, um mich so nass zu machen, ich würde halt dann auch zusehen, dass ich irgendwie ein bisschen Wasser zu fassen kriege und zurück Wasser. Und zwei dann Engel halt, haben Spaß, ja, der Rest und dann so weiter kurz, ganz kurz zu Daniel gucken und wie gesagt, außerhalb des Gedankenkanals, sondern so einfach nur, also wirklich einfach nur sagen so, Spaßbremse. Und dann wieder mit mehr Wasser. Muriel, denkst du, dass das Flammenschwert wird gelöscht durch das Meerwasser? Ich fürchte, wenn wir es ausprobieren, gibt es ziemlichen Ärger. Ich glaube auch. Aber das wäre echt interessant. Oh ja. Während die beiden Engel da unten so verspielt irgendwie an der Wasseroberfläche immer wieder hoch und runter sich gegenseitig nass spritzen, fliegen die anderen drei ja in etwas weiterem Abstand. Citharil spricht mit Liberiel, Daniel irgendwie vielleicht ein bisschen Abstand, beobachtet einfach nur, ob Liberiel nicht irgendwie langsamer wird oder so. Und ihr drei von oben seht allerdings jetzt einen relativ großen Schatten unter dem Wasser, der sich schnell mit euren Schatten, die ihr ja auf das Wasser werft, irgendwie mitbewegt. Inariel und Lyriel scheinen das noch gar nicht richtig bemerkt zu haben, weil der so groß ist, dass es halt eine große Fläche abdeckt. Ja, dann kommt ein relativ scharfes Auffliegen über den geheimen Kanal. Ja, das dann auch nochmal kurz, gerade das Wasser nochmal zu Lyriel und der gucke ich hoch und fliege auch hoch. Ja. Fliegt mit einem kräftigen Flügelschwung nach oben und habt kaum irgendwie 5 Meter über der Wasseroberfläche mit dem ersten Flügelschlag halt hinter euch gebracht, als ein riesiges Maul aus dem Wasser rausschnappt und knapp unter euren Füßen zuschnappt und dann wieder nach unten geht. Und wieder als Schatten nur noch unter der Wasseroberfläche zu sehen ist. Ich schau zu Lyriel rüber. Ja, sie schlägt echt nur noch so mit den Flügeln und guckt dich so an. Ich glaube, wir gehen zurück in die Formation. Ja. Ich habe mal so eine Kurve eingeleitet, dass wir jetzt über der Stelle quasi einen großen Bogen kreisen, ohne wirklich viel Schwung zu verlieren. Ja, der große Schatten ist immer noch sichtbar, aber kommt irgendwie nicht mehr an die Wasseroberfläche.
Ich habe auch die Hand auf dem Schwert. Also für den Fall, dass das jetzt hier nochmal auftaucht, wäre ich bereit, dem Ding zur Not, keine Ahnung, irgendwo hinzustechen. Daniel hätte tatsächlich auch in so dem Moment, wo er dann so einen Schatten da gesehen hat, schon die Hand am Schwert gehabt. Und spätestens, wenn dieses Maul aufgetaucht ist, hätte er es gezogen. Mhm. Ja, dann fliege ich neben euch und sage, wir sollten jetzt keinen Kampf wagen, oder? Liberia, was ist das? Was kann ich denn erkennen? Das sah aus wie ein großes Maul. Großes Maul mit Zähnen? Mit vielen Zähnen, ja. Ich habe mehrere Reihen gesehen. Wir hatten auf der anderen Seite Italiens, an der anderen Küste ab und zu Besuch von kleinen Traumsaat-Kreaturen, die aus dem Meer gestiegen sind. Ich weiß nicht. Erinnert es mich an so ein Viech, nur in viel größer? Wenn du es nicht besser wüsstest, könnte es ein überdimensionierter Wurm sein oder sowas. Aber es ist halt im Wasser. Vielleicht irgendwas wieder natürlich ekliges. Von der Form her würde ich es als einen Wurm bezeichnen. Je nachdem, woher es kommt. Also du hast auf jeden Fall keine Flossen oder sowas gesehen. Oder vielleicht ist es ein großer aalartiger Fisch oder sowas. Aber fischig sah das jetzt aus. Es hat keine Schuppen. Je nachdem, woher es kam, könnte es von Gottes Widersacher befleckt sein. Ein Seeungeheuer. Und daher mutiert sein. Ein Seeungeheuer. Schuppen habe ich keine erkannt und auch keine Flossen. Dir kommen sofort, also vielleicht allen anderen auch, die Geschichten, die ihr gehört habt, aus dem Gottesbuch vom Leviathan, dem großen Seeungeheuer. Vielleicht ist es das. Ich fliege nicht nur in die Formation, sondern etwas darüber und ziehe so die Beine an und ich meine, ich merke zwar nichts, gucke aber, also fühle aber trotzdem, ob alle Zehen noch dran sind, gucke so nach unten und dem möchte ich nicht nochmal zu nahe kommen. Ich möchte mal versuchen, auf der Stelle zu fliegen und mich auf unten zu fixieren und ob den Schatten kurz oder eine Weile beobachten. Ja. Man sieht, dass die Augen anfangen, heller zu strahlen und würde mal versuchen, mit Streiter des Herrn die Handlungen und Bewegungen vorauszusehen. Mhm. Lauert es da unten nur? Taucht es ab? Würde es versuchen, uns anzugehen? Was tut es da unten? Sammelt es vielleicht irgendwie Wasser, um uns zu bespucken und aus der Luft zu pflücken? Mhm. Ja, man sieht halt diese übernatürliche Aura, die sich über Liberia legt, die Augen kurz aufblitzend, die Wasseroberfläche fixierend und konzentrierst dich auf diesen Schatten und hast das Gefühl, dass er kleiner wird, der Schatten. Also es scheint sich zurückzuziehen. Wahrscheinlich wurde es aufgeschreckt durch dieses immer ins Wasser eintauchen, spritzen oder so. Ich hatte es irgendwie gedacht, es könnte Beute holen. Ja, dann nach einer Weile. Es taucht ab. Vermutlich hat es Inariel und Lyriel mit Vögeln verwechselt und als Beute betrachtet. Lohnende Beute. Ein Engel ist größer als ein normaler Vogel. Gut. Das Platschen im Wasser hat ihn aufgeschreckt und herangelockt. Dann sollten wir weiterfliegen. Ja. Inariel fliegt voraus. Liberiel, wenn wir heute rasten, möchte ich, dass du herausfindest, ob es schon mal Sichtungen darüber gab. Wenn es eine Sichtung gibt, dann ist diese Kreatur vielleicht klassifiziert worden und euch ist das Wissen bekannt. Wenn nicht, sollten wir darüber Nachricht an den nächsten Himmel schicken. Selbstverständlich. Kann das theoretisch auch während des Fluges machen, aber dann sollte jemand an meiner Seite sein, falls wir die Richtung wechseln. Solange wir nur geradeaus fliegen. Traust du dir das zu? Keine zu schlimmen Luftlöcher gibt. Vielleicht nicht über dem Meer. Gut. Dann fliegen wir erstmal. Ja, wenn wir an Land ankommen, dann wird es auch langsam spät.
durch die Ablenkung hat es etwas länger gedauert. Wir kommen nicht mehr am Fuß der Alpen an. Die Sonne geht unter und ihr seht in der Ferne so die Lichter eines kleinen Fischerdorfs. Vielleicht eine Möglichkeit, die Nacht zu verbringen. Ja, auf jeden Fall. Hinfliegen. Zitarie, wollen wir ins Dorf oder wollen wir lieber etwas außerhalb, die Menschen nicht zu beunruhigen? Ich habe kein Problem damit, draußen zu schlafen. Nun, wir sollen die frohe Botschaft des Herrn verbreiten, auch auf unserem Weg. Also werden wir erstmal herausfinden, ob das Dorf überhaupt ein lohnendes Übernachtungsziel ist. Wir könnten aber auch nachhorchen, ob es dort lokale Legenden gibt. Über was auch immer da meine Zehen fressen wollte. Ja. Gut. Inariel fliegt vor und kundschaftet. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich nur ein kleines Dorf. Es sind vielleicht 10 Häuser oder so, die sich in so einem kleinen improvisierten Kai, sind vielleicht auch so 5 Schiffe oder so da. Kleine Schiffe, so mehr als 2-3 Leute passen da nicht rein. Siehst irgendwie so aufgehängte Netze, irgendwie so zum Trocknen aufgehängt. Der Regen hat inzwischen aufgehört. Ja, ich schaue mir das kurz an. Ich würde versuchen, tatsächlich, wenn ich draußen keinen sehe, wahrscheinlich wegen des Regens, weil es halt geregnet hat, würde ich mich tatsächlich auch erstmal versuchen, da zu landen und anzuschleichen. Denn ich habe positive Erfahrungen mit Menschen gemacht, aber ich habe auch sehr negative Erfahrungen mit Menschen gemacht. Und die Menschen, mit denen ich negative Erfahrungen gemacht habe, die hatten immer diese Schusswaffen, diese bösen Dinge. Und danach würde ich Ausschau halten. Vielleicht auch mal an den Hausrand schleichen, in den Fenster reinschauen. Erstmal beobachten und lauschen, um was für Menschen es sich hier handelt. Ja, du schleichst dich an und hörst Spielmannsmusik irgendwie aus einem von deinen Häusern. Das ist schön. Moment. Ja, aber trotzdem, ja, dann mal schauen. Also siehst jetzt irgendwie keine Leute mit vorsinnflutlichen Waffen oder so. Das ist gut. Es sind so 2-3 unterwegs, irgendwie, die an den Schiffen irgendwie was machen gerade. War viel sonst irgendwie mit dieses Haus mit dem, also eins ist besonders halt beleuchtet, da sind halt, das scheint es halt gerade mehr los zu sein. Ja, dann gehe ich zurück zum Strand und es ist alles in Ordnung. Es scheint ein ruhiges Dorf zu sein. Es gibt Musik. Und ich warte am Strand auf euch. Es war jetzt kein kirchengefälliges, gottgefälliges Chorallied, aber es ist eher so ein deftiges, so ein Seemannsshanty, hast du hören können. Vielleicht ziehe meine Zehen aus dem, oder wir haben am Strand gewartet, oder? Ja, dann ziehe ich meine Zehen aus dem Sand und dann klingt das ja, als könnten wir losgehen. Ich würde gern mal abschätzen, inwiefern so ein 10-Häuser-Dorf auf eine Gruppe von 5 Engeln reagiert, weil die sind ja jetzt schon sehr weit vom Himmel weg und wir sind relativ viele im Vergleich zu denen. Kann ich das irgendwie aufgrund meiner Erfahrung mit Menschen und ähnlichen Dingen abschätzen? Also Engel sind generell ja ein überaus besonderes Zeichen, einen Engel zu treffen ist und anfassen zu können oder so. Also die werden wahrscheinlich höchsten Respekt vor euch haben, also hoffentlich, wenn sie denn keine Ketzer sind. In dem Lied fragen sie sich, was sie mit dem betrunkenen Seemann machen. Manche Vorschläge sind nicht nett. Gut, wir werden es versuchen. Aber einige Regeln. Wir gehen nicht in ihre Häuser. Wir lassen uns nicht von ihnen anfassen. Und achtet auf eure Federn und anderen Dingen.
Menschen messen sehr, sehr viel den Dingen bei, die wir sagen, tun und wie wir uns geben. Seid euch dessen bewusst. Ja, bevor wir die Engel dann zum Dörfchen fliegen lassen, machen wir einen kurzen Break und füllen unsere Ventilatoren mit neuem Strom auf und holen uns neue Getränke und ein Eis und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Thank you.
So, sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt die Pause gut genutzt. Und wir sind immer noch in dem kleinen Fischerdörfchen oder zumindest am Strand in Sichtweite des Fischerdörfchens. Und die Engel haben sich entschieden, in das Dorf hineinzufliegen. Ja. Wie macht ihr das denn jetzt genau? Uriel? Ist das vielleicht gut, die Flügel einmal auszuschütteln und auszuputzen? Ja, das könnte helfen. Ich kann dir aber auch dabei helfen, weil ich weiß, dass Federn manchmal echt doofe Sachen anstellen können. Naja, wenn sie... Die Menschen legen unsere Worte auf die Goldwaage und auch das, was wir unter Umständen berührt haben. Was machen sie denn, wenn sie eine Haarsträhne oder eine Feder in die Finger bekommen? Das möchtest du dir gar nicht vorstellen. Und ja, da ich ja quasi die Erlaubnis habe, würde ich dann vorsichtig mal schauen, ob ich dann lose Federn auch bei Liberiel finde und sie dann. Du warst es doch auch, die irgendjemand hatte doch auch böse Geschichten gehört davon, ja. Ja, von Peliel. Ja. Ja, dabei wirst du halt feststellen, dass Liberiels Flügel nicht besonders gut gepflegt sind und die Federn, die sie jetzt nicht auf dem Flug schon verloren hat, durch ja, die Windböen über dem Meer, kannst du ihr jetzt noch rausziehen. Ja, werde ich auch machen, weil Luriels Flügel, sofern sie drankommt, sind halt echt peinlich genau gepflegt, eben wegen dieser Geschichte, die sie da schon gehört hat. Ja, von daher wird sie das jetzt mit Hingabe machen. Na gut, dann kommt jetzt erstmal Federpfleger. Yippie! Eines jeden Engels feinste Aufgabe. Sie uns so in einer Reihe hintereinander stehen, jeder kontrolliert den Geflügel des Torwart. Schön im Kreis. Die Zöpfe flächer früher. Ich wollte gerade sagen, wie der Zopfzug. Genau. Ja. Dauert eine Weile, klar. Sonne geht derweil unter. Gut, dann werden wir mal losfliegen, dass wir mit dem Abendlicht halt im Dorf ankommen. Wir könnten vom Westen kommen. Noch? Das ist sicher eindrucksvoll. Gut. Andererseits wollen wir auch nicht, dass sie vor Ehrfurcht direkt umkippen, oder? Darauf haben wir leider keinen Einfluss. Egal, ob wir vom Westen kommen oder nicht. Habe ich noch nie irgendwo gehört oder gesehen. Also, sie verneigen sich und fallen in den Staub, um vor uns zu knien, aber... Sie können umfallen? Ich heb mal ab. Ja. Ja. Hinterher. Ich bleib mal ein bisschen zurück, weil... Ja, haben wir einen Verlust? Anscheinend. Ja. Inarin bleibt etwas zurück. Weiß ich nicht. Bist du gerade weg? Alles gut. Nein. Ja, ich bleibe etwas zurück, weil das, was Zitari gesagt hat, dass man hier alles falsch machen kann, dann bleibe ich im Hintergrund. Soll Zitari das machen? Ich würde auch mich eher hinten halten, weil ich ja auch doch mit Abstand der Größte von uns bin und auch... Lass mal die Frauen vor. Und auch so das ganze Reden sowieso nicht so mein Ding ist. Das mit der Diplomatie muss ich ja noch lernen, da werde ich erstmal von hinten beobachten. Okay. Ja. Wenn ihr dann so anfliegt, könnt ihr, wie gesagt, sehen, dass nicht viel Betriebsamkeit in dem Dörfchen ist. Also wenn, dann in diesem großen Haus mit dem Licht und der Spielmannsmusik, die daraus hervordringt. Spielt jemand auf einem Schifferklavier anscheinend und es wird laut gesungen. Gut.
Ich würde dann einen großen Bogen drehen und darauf warten, dass man uns unten bemerkt. Weil ein bisschen Betriebsamkeit scheint ja noch zu sein. Mhm. Und wenn die Ersten uns halt bemerken, setze ich einen Landeanflug an, sodass wir halt relativ mittig im Dorf landen. Ja, dann irgendwann hört die Musik halt auf und die Leute laufen halt aus den Häusern heraus irgendwie auf die Tür, auf die Straße. Also was heißt Straße, es sind halt irgendwie, da geht schon so ein Weg halt durch das Dorf durch, aber es ist halt eher so ein ausgetretener, ja, so ein ausgetretener Weg, nichts Gepflastertes oder so, so weit ab von Roma Aeterna. Und stehen dann da mit großen Augen. Man hört hier und ein Ah! Oh! Ich grüße euch. Kleine Kinder zeigen auf euch. Ich grüße euch, Söhne Adams und Töchter Evas. Gottes Segen mit euch. Welche Sprache spricht denn Zitariel? Wahrscheinlich die allgemeine, weil wir immer noch so relativ nah an Roma Aeterna sind. Kommen. Relativ? Kommen. Ja, kommen. Also die normale für euch wäre Latein, aber ja. Okay. Kommen. Ja, dann verstehen sie dich auch. Ja. Ja, ich bin jetzt nicht so arrogant, dass ich mir von Liberil übersetzen lasse. Dass sie das irgendwie erwartet hat, weil du kriegst einen irritierten kurzen Blick von ihr und ja, nimmt das dann aber so hin. Ja, die Ersten fallen halt irgendwie schon auf die Knie und irgendwie fangen an, irgendwie so ehrfurchtsgebietende Gesten zu euch zu machen, so falten die Hände. Einige Kinder wollen nach vorne euch irgendwie anfassen, die Mütter halten diese zurück. Ich heb eine Hand. Schau in die Runde, wer von euch steht diesem Dorf vor? Eine etwas ältere Frau mit breiten Schultern und halblangem, hochgestecktem Haar. Ziemlich wilde Frisur, wenn man das so mit dem Stil von Roma Aeterna vergleicht. Tritt vor, will einige Tätowierungen auf dem Arm. Sieht, aus, als ob sie viel an der Sonne arbeitet, so von der Hautstruktur her. Das bin dann wohl ich. Ich grüße dich, Tochter Evas. Wie ist dein Name? Maria. Dann Gottes Segen mit dir, Maria, und über dein Dorf. Wir befinden uns auf der Durchreise. Danke. Und haben noch einen langen Weg vor uns und würden gern den Regen in eurem Dorf aussitzen über die Nacht. Natürlich, gerne. Hört so ein kurzes Raunen, das durch die Menge geht, so Tuscheln fängt an. Gibt es so einen Unterstand, unter dem zum Beispiel Boote gebaut werden, der halt links und rechts offen ist? Ja, bestimmt. Okay. Dann würde ich auf den Verschlag deuten und würde sagen, ist es euch genehm, wenn wir dort, oder wird dieser Ort gebraucht für dringende Arbeit? Nein, ihr kriegt natürlich die besten Zimmer im Gästehaus. Wir können doch euch nicht unter einem Regendach, da wo die Boote sind, schlafen lassen. Nun, wir benötigen nicht viel und Häuser sind für uns sehr beengt. Deswegen reicht uns das sehr. Oh, natürlich, klar. Also man merkt so, wie ihr Blick so die Flügel fixiert. Ja. Wir möchten euch, wie gesagt, auch keine Umstände machen. Wir sind sehr dankbar für eure Gastfreundlichkeit. Mhm. Dann räumt die Boote weg. Und einige Männer und Frauen laufen zu dem Verschlag und machen sich sofort daran, irgendwie die Boote wegzuhieven. Ich schaue mich währenddessen die ganze Zeit um und ich bin einerseits sehr, sehr neugierig, was das hier für Leute sind.
merke dann, gerade wenn ich so ein kleines Kind, das so, oh, guck mal, Engel, so muss ich noch meine Hand so ein bisschen ballen, weil ich sonst gewunken hätte. Das hat Zitarien mir verboten, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und schaue aber auch so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen besorgt, ob nicht vielleicht hier Leute sind, die uns Böses wollen oder so. Ich schaue mich da auch ein bisschen um. Also die ganze Zeit, dass der Blick so geht bei mir. Ja, du merkst irgendwie, dass die Leute sehr irritiert sind. Irgendwie das scheint halt wirklich was Besonderes irgendwie schon zu sein für die. So. Anscheinend, also habt ihr die aber auch bei irgendwas gestört? Irgendwie, weil die irgendwie so, einige haben so ein paar betroffene Blicke, so, die sie sich hin und wieder austauschen. Der Gedankenkanal ist offen. Ihr könnt da quatschen. Sehe ich irgendjemanden, der besonders gekleidet oder geschmückt ist? Haben wir ein Fest oder eine Feierlichkeit gestört? Da sind eine Frau und zwei Männer, die ein bisschen bunter aussehen als alle anderen. Einen Festtag haben wir derzeitig auch nicht, oder? Nee. Dann würde ich mal über den Kanal geben. Ich glaube, wir haben möglicherweise ein Fest gestört. Mhm. Man merkt halt, dass Cetari dir zuhört, weil sie so ganz leicht den Kopf in deine Richtung neigt. Dass sie ja weiß, wo du hinterher steht. Dann würde sie sich an Maria wenden. Wir hörten Musik. Habt ihr etwas zu feiern? Ja, wir haben ein Schiff getauft heute Abend. Oh. Währenddessen, während ich das O von mir gebe, so an Liberiel, ist das was Besonderes? Und du hörst gleichzeitig, die müssen auch getauft werden? Genau, müssen Schiffe auch getauft werden? Das ist sehr verwirrend. Wir bitten Gottes Segen, damit es ihnen reichen Fischfang beschert. Ja, ja, genau. Also, gut, ihr habt das ja. Achso, ja, gebe ich über den Kanal. Okay, dann können Sie das nicht hören. Damit sie reichen Fischfang haben und es die Stürme an der Küste übersteht. Kommt zurück, dann haben wir jetzt wohl ein heiliges Schiff. Höchstwahrscheinlich, ja. Dann drehe ich mich zu Maria um. Nun, dann wollen wir euch gar nicht weiter aufhalten. Feiert dieses Schiff, auf das es euch einen guten Fang bringt. Ja, sicher. Könntet ihr vielleicht euren Segen über das Schiff sprechen, wenn ihr schon mal hier seid? Ich klick mich nochmal ein. Gibt es Schiffssegen? Geh mal bitte auf die Suche nach dem Schiffssegen. Aus Lyriels Richtung kommen immer noch verstörende Bilder von Schiffen, die eine Nottaufe benötigen. Und dann irgendwie so die Frage. Oder so ein bisschen die Befürchtung, nicht, dass sich nachher alle um das heilige Schiff streiten. Aber es ist doch, das wäre doch gut. Du sagtest, wir sollen das Wort Gottes bringen und sein Licht. Ich nicke. Das können ja auch die Dorfbewohner dann sehen. Ja, das sehe ich natürlich genauso, aber... Aber ein Schiff ist doch etwas Fragiles in einem Sturm. Ja. Und wir können ihnen nichts versprechen und wir wissen, dass es ein fürchterliches Ungeheuer gibt und dann könnten sie uns die Unglücke zuschieben. Das wäre schlecht. Ich weiß, dass Menschen das passieren kann. Wenn ihnen was passiert, geben sie ganz schnell allem anderen die Schuld und nicht der Vorsehung, wie es ist. Aber meine größte Befürchtung ist immer noch, nur ein Schiff mit dem besonderen Segen zu versehen. Wir müssen uns ja sowieso etwas ausdenken. Können wir dann vielleicht nicht alle Schiffe mit einbeziehen? Dann hat jeder der Dorfbewohner was davon und es bricht kein Streit aus. Tariel, du musst schnell entscheiden, denn es ist seltsam, wenn wir über diesen Kanal sprechen und sie anschweigen, obwohl sie eine Antwort erwarten. Sie gucken uns komisch an. Ja, Tariel, das stimmt. Lächelt die ganze Zeit die Bewohner an, die hat eine immense Selbstbeherrschung gerade.
Und sie nickt dann und fragt Maria, gehört dieses Schiff einer bestimmten Person? Ja. Dem Schiffsbauer, dem ist halt sein altes Schiff kaputt gegangen. Vom Meeresungeheuer wurde er angegriffen. Ich verstehe. Nun, Maria, der Segen Gottes ist etwas, das vor allem der Gemeinschaft zuträglich ist, weniger den Einzelnen. Bedeutet, wenn wir dieses Schiff wirklich segnen sollen, dann wird dieses Schiff nicht mehr ihm gehören, sondern dieser Dorfgemeinschaft. Und er darf keinen Anspruch mehr darauf erheben, weil es dann dem Allgemeingut zuträglich sein soll. Oh, das heißt, er kann dann nicht mehr fischen? Er darf es mit benutzen, aber es ist nicht sein Eigentum. Dieses Schiff gehört dann dem Dorf. Denn der Segen Gottes ist für alle da, und nicht nur für einen. Wer entscheidet dann, wer damit fischen darf? Nun, ihr seid die Dorfvorsteherin. Ihr werdet es doch gerecht verteilen, nicht wahr? Sicher. Ich drehe mich mal zu dem Schiffsbauer um, den kann ich bestimmt erkennen, ja, weil der das ja hört. Mhm. Und du, Sohn Adams, bist du damit einverstanden, dass dein Werk, dass deine Hände die Frucht getragen haben, dass es der Gemeinschaft zuträglich sein soll? Mhm. Dann zeig uns dein Schiff. Das ist das Geschmückte dort herin. Man sieht da tatsächlich, Gott, da ist dann ein Schiff, was halt ein bisschen mit Blumen verziert ist und so. Als sie anfängt zu reden, tauche ich mal ab und versuche, einen Schiffssegen zu finden. Ja. Ja. Dann würde ich einfach wieder abheben und die kurze Strecke tatsächlich fliegen, damit wir nicht durch die Menschenmenge müssen. Mhm. Ihr dürft mir gerne folgen und ich nehme die Serie so. Ja. Die Beryl bleibt stehen, sie kriegt das Abheben nämlich nicht mit. Deswegen nehme ich sie ja mit. An der Hand. Weiß gar nicht, kannst du mich hören, während du im Land hinter dem Horizont bist? Über die gedankliche Verbindung? Das ist dann erstmal weg. Ja. Genau, ich kriege mit, wenn man mich antickt, dann kann ich zurückkommen, aber hören wahrscheinlich nicht wirklich. Ja, man sieht vielleicht im Land hinter dem Horizont Liberiel in durch ihre Taverne huschen. Ah, Schiffssegen, Schiffssegen! Genau. Genau. Panik! Vor einem Regal stehen irgendwann, wo so ein großes Meeresbild drüber hängt mit spielenden Fischerkindern, die irgendwie Muscheln auf eine, also so Muschelhälften, auffädeln auf eine Schnur und dann so Muschelketten machen und so kleine Steinchen mit Loch drin auffädeln dazwischen. Und darunter steht ein kleines Schiffsmodell, so ein geschnitztes, krudes. Und dann auch ein Buch irgendwie, das sich mit Schiffen beschäftigt. Hauptsächlich eher so Segeltypen, um so Küstensegler für die Fischerei zu bauen. Ist auch nur ein schmaler Band, der da steht. Und blättert dann hektisch da drinne nach einem Schiffssegen. Ja. Ja. Wir kommen wahrscheinlich währenddessen am Schiff an. Mhm. So. Man setzt sie auf den Boden ab. Also die Dorfgemeinschaft folgt euch. Sie steht halt jetzt quasi auf diesem Kai, der ins Wasser geht, und irgendwie alle haben sich am Ufer versammelt und schauen so auf euch zu. Die Dorfvorsteherin und der Schiffsbauer treten zu euch auf den Kai. So ganz vorsichtig, so erstmal gucken, dürfen wir? So einen Schritt von hinter dem nächsten. Ja. Daniel wird ihnen bedeuten, bis wohin genug ist. Da vertraue ich drauf. Ja. Wie machst du das denn, Daniel? So, wenn der dann zu nahe kommt, würde ich ihm zunächst mal ein
sehr, sehr scharfen Blick zu werfen. Mhm. Das reicht und schon, weil wir gehen jetzt sofort wieder 10 Schritte zurück. Irgendwann, da muss ich ja gar nichts mehr sagen. Der Gabriel Lied einmal so. Wo ist der Steg? Der Todesengel hat mich angeblickt. Ah! Du bist der Nächste. Ja. Na gut, ich wende mich über den Gedankenkanal, während ich das Schiff halt wirklich mal von oben bis unten begutachte. An die anderen. Was würdet ihr dem Schiff mit auf den Weg geben wollen? Kein Versprechen, das wir nicht halten können. Eben deshalb. Was gute Winde mit ist immer. Ich finde, gute Winde passt. Hat das überhaupt nicht. Oder ist ein Ruderboot? Was habt ihr denn für ein Gottvertrauen, Mann? Wird es schon geben. Er hat uns nicht ohne Grund hier hingeführt. Ja, das klingt aber gut, wenn jeder von uns was sagt. Eben. Gute Winde ist eine sehr gute Idee, Nariel. Daniel, was möchtest du dem Schiff mitgeben? Daniel analysiert intern schon, da ist eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle. Ja, wahrscheinlich zum einen das, wo potenziell dieses Schiff überall auseinanderbrechen kann, was wahrscheinlich nicht sehr wenig Stellen sind, dass es möglichst wenig Feindkontakt hat. Mhm. Juriel? Dass es freundlichen Kreaturen begegnen möge. Es gibt sehr freundliche Fische. Ja, ich weiß. Die wollen nicht meine Zehen fressen. Liebe Ariel, bist du wieder da? Hallo? Ja, sie wird auch natürlich nach einer Weile. Sie hat ja auch gemerkt, dass ihr sie irgendwo hingeflogen habt, also auch wieder auftauchen. Bisschen enttäuscht reingucken. Ich habe nicht wirklich einen Segen auf die Schnelle gefunden. Ich habe sowas noch nicht gebraucht. Aber was ich dem Schiff mitgeben würde. Vielleicht kann man ja so einen normalen Segen ab, so einen Taufsegen ändern auf Schiff. Ja, du merkst, sie überlegt irgendwas. Was ich dem Schiff nun guten Fang, damit es die Menschen ernähren kann. Denn genährte Menschen sind fruchtbar und mehren sich. Und mehr Kinder sind gottgefällig. Sehr gut, dann fang du bitte an. Was? Gib deinen Wunsch dem Schiff mit. Hat das Schiff denn einen Namen? Steht da irgendwas dran? Ja, da steht dran Florentina. Gott, ich habe doch keine Ahnung von Taufsegen. Ist ja einfach nur ihr was wünscht. Florentina. Junges und doch starkes Schiff. Mein Name ist Liberiel und ich wünsche dir als Segen auf all deinen Wegen, dass dein Fang ertragreich sein soll, damit du die Menschen dieses Dorfes nähren kannst, dass sie sich vermehren, dass sie mit dank deiner Gaben fruchtbar sind und das Dorf wächst und gedeiht mit mehr Kindern, denn Kinder sind wohlgefällig in den Augen unseres aller Vater. Inariel? Wie hast du gerade gesprochen? In welcher Sprache? Kommen. Je. Wenn du in Latein sprichst, ich würde auch sagen, wer das Kommen nicht beherrscht, ich übersetze gern. Dann danke, es ist sehr brüchig. Dann werde ich auch auf Latein sprechen. Florentine, ich wünsche dir zu allen Zeiten gute Winde, damit dich dein Weg dorthin trägt, wohin du möchtest.
wo du sein sollst. Dass kein Sturm dich zerbrechen möge. Ich korrigiere das Florentin in Florentina. Das ist gut. Das ist Latein. Lyriel? Florentina, von mir seid ihr mitgegeben, allzeit freundlichen Kreaturen zu begegnen, auf dass du diejenigen, die mit dir segeln, in neue Freundschaften fahren mögest. Daniel. Florentina, mögest du auf deinen Fahrten keinen Feinden begegnen und möge Gabriels Flamme dir fernbleiben, sodass du immer heil in deinen Hafen zurückkehrst. Okay. Ich bin ziemlich durch nach dem langen Flug. Mein linker Flügel bringt mich um. Ich bin heute schon viel zu lange und viel zu schnell geflogen, aber ein bisschen Kraft habe ich noch. Das heißt, Cetarie weiß um die Wirkung, die Engel auf Menschen haben, und sie weiß auch, wie man den Glauben der Menschen wieder neu befeuern kann. Das heißt, sie stößt sich tatsächlich ein bisschen ab und sie benutzt ihre besondere Stimme, und die Corona flammt auf und sie beginnt zu leuchten, während sie quasi nach oben steigt und zum Mast des Schiffes nach oben fliegt. Und sie spricht mit sehr lauter und jetzt auch leicht hallender Stimme, so als wäre sie in einem großen Raum. Und ich, Florentina, wünsche dir, dass du deine Aufgabe erfüllst, so gut wie du kannst, bis deine Zeit gekommen ist. Ich wünsche mir, dass du als Zeichen der Gemeinschaft ein verbindendes Glied zwischen den Menschen hier bist und ihnen ein leuchtendes Beispiel dafür bist, dass Gottes Hand sie schützend hält, so wie du sie von dem Wasser trennst. Dann berühre ich das Boot oben am Mast. Und dann würde ich euch sagen, lasst uns auffliegen und in den Schuppen fliegen. Ich schaue mir mal die Reaktion der Menschen an, wie sie eigentlich jetzt, wie sie das finden. Ja, die sind da total von hin und weg gerade. Also das ist ja total beeindruckend mit dieser Corona und dieser Stimme und so. Also einige schmeißen sich auch instant auf den Boden und wenden irgendwie ihre Augen ab und so. Und es geht halt ein Geraune halt durch die Menge. Es ist schon sehr stark beeindruckend. Einige beginnen halt auch Lobpreisungen anzustimmen und Gebete zu sprechen. Ja, dann fliegen wir in den Schuppen. Ja, ist ja mehr so ein Dach. Und mehr ist es ja nicht mehr. Ja. Ja? Ja, mein Skype hat gerade wieder deswegen musste ich kurz warten. Man hat es gesehen, ja. Ich würde Liberie kurz noch fragen, möchtest du noch etwas über das Ungeheuer wissen? Es wäre interessant, ja. Und es wäre gut, es im Bericht zu erwähnen und am nächsten Kloster, an dem wir vorbeikommen, Bericht zu geben. Dass sie jemanden herschicken, der es vielleicht jagt und vertreibt. Am besten erlegt. Dann lasse ich die anderen vorfliegen und das Licht wird wieder schwächer um mich herum. Meine Stimme wird wieder normal und ich lande relativ nah an Maria und spreche sehr leise zu ihr und dem Schiffsbauer, dass nur sie mich hören, während die anderen Menschen halt Gottlob preisen. Und bitte den Schiffsbauer später, wenn sich alles etwas beruhigt hat, zu uns zu kommen, um uns von diesem Meer, von diesem Seeungeheuer zu berichten. Mhm. Dann ja, ich lasse Cetarie nicht alleine zurück, wenn ich merke, dass die da bleibt. Fliege ich zwar hoch in den Himmel, bleibt da aber, schweben nicht, aber bleibt da über ihr und schaue, dass alles in Ordnung ist. Und erst dann, wenn sie sich dann abwendet, werde ich auch zurück in dieses überdachte. Ihr seid sicher, dass ihr nicht am Fest teilnehmen wollt? Ich fürchte, wir können auch die Tische nach draußen stellen, dann müsst ihr nicht ins Haus. Aber es regnet.
Wir können ein Zeltdach machen. Mit Segeltuch. Es wäre nicht gastfreundlich, wenn wir Engel im Dorf haben und ohne sie feiern. Und der Zetaril ist es so, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Aber ich weiß, dass Liberiel unbedingt mit denen reden will. Und ich glaube, dass Lyriel da auch dran Spaß hätte. Und die Nari ist sowieso weg, sobald ich mich umdrehe. So. Pest oder Cholera, Pest oder Cholera. Ich sage, nun. Übrigens hatte es aufgehört zu regnen, deswegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Fest natürlich nach draußen verlegen. Allerdings müssen wir morgen relativ früh aufbrechen, deswegen werden wir ihm wahrscheinlich beiwohnen, aber nicht wirklich daran teilnehmen. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir machen einfach ein Fest zu euren Ehren draus. Zu den... Ehrt lieber damit unseren Vater. Natürlich. Los, holt die Bänke nach draußen und spannt eine Segelplane auf. Die Leute setzen sich in Bewegung. Das andere wäre jetzt auch komisch. Dann komme ich in geschäftiges den Treiben. Sie verlegen jetzt das Fest nach draußen, damit wir was davon sehen können. Und wahrscheinlich werden sie uns auch Opfergaben und ich weiß nicht, was noch bringen. Keine Ahnung. Menschen sind komisch. Nein, sie sind gastfreundlich. Sie freuen sich darüber, dass wir hier sind. Und wir haben da eine gute Tat vollbracht, oder? Ich finde, das waren fromme Segenswünsche. Begebt euch nur nicht zu sehr unter sie. Bleibt in der Nähe dieses Verschlages. Und achtet auf das, was ihr sagt und tut. Wir müssen noch morgen ausgeruht sein. Eben. Ich möchte auch, dass diese Nacht mindestens einer von uns immer wach ist für einige Stunden. Natürlich. Wir können nicht riskieren, dass sich einer in unseren Verschlag schleicht. Auch wenn sie es nur gut meint. Wie gesagt, das ist nicht viel. Also es ist halt ein offenes, es ist halt eigentlich nur ein Dach mit 4 Stelzen und mehr ist das nicht. Also Anschleichen ist da auch nicht irgendwie so. Groß. Ein Carport für Schiffe. Ja. Perfekt. Carport für Engel, finde ich gut. Ein Engelsport. Engelsport. Ja. Und dann, ich bin immer noch sehr um Haltung bemüht, aber ich bin euch zugewandt und man sieht mir die Müdigkeit an. Gerade halt auch so, wie gesagt, der eine Flügel, der ist halt wirklich, der hängt. Das erkennt man deutlich, auch wenn ich ihn versuche, halt angewinkelt an den Schultern zu tragen. Und ich bin sehr, sehr müde. Gerade das Licht und die Stimme scheint mich halt wirklich noch mal sehr viel Kraft gekostet zu haben. Und ich ziehe mich dann halt irgendwo weiter nach hinten zurück. Und ja, Herr Spielleiter, zieh mir mal bitte eine Karte. Oh, Karten, klar, sicher. Gerne, gerne. Eine Karte. Wir müssen ja auch das Prinzip übernehmen. So. Oho, oh. Oh, Herr der Fliegen, Herr der Fliegen. Nein. Es ist das nullte Arkanum der Ketzer in umgedrehter Bedeutung. Isolation, Stagnation, Exzentrität, Narretei, Gedankenlosigkeit, Indiskretion. Oh, oh. Ja, okay. ja, in meiner indiskreten Art und in meinem durchaus extrem ausgeprägten Wunsch zu helfen, gehe ich in Richtung Fest und wage es einfach, Zetaria die Hand aufzulegen und ihr ein bisschen von meiner wachen Aufgeregtheit rüberzuschicken, weil ich halt jetzt, Fest, vielleicht kann ich mit irgendwem über Pflanzen reden, die hier heimisch sind und davon kann ich einfach ein bisschen abgeben und ich sehe, dass sie müde ist und ich möchte ihr einfach nur helfen. Und Ich gehe ja nicht zum Fest, ich gehe weiter nach hinten in den Verschlag, um halt so aus der Sicht der Menschen so ein bisschen zu verschwinden. Ja gut, aber ich komme ja bestimmt irgendwie an dir vorbei. Ich werde das auf jeden Fall so einrichten, dass ich halt an dir vorbeikomme. Ja, vielleicht nicht so, aber irgendwie am Arm oder so, auf jeden Fall, wo ich eine freie Stelle erwische, vorbeigehen und halt einfach dann, wieder, das ist mein Leib, mein Leib verwende, also diesmal sieht man auch, da es jetzt dunkel ist, man sieht halt, dass dass die Schwärze verschwindet, sieht man eigentlich nicht so, aber halt so ein leichtes rot-goldenes Glühen, wie gesagt, man merkt, dass es halt ein bisschen warm wird um die Stelle, sieht halt. Tauchst du in ihren Leib ein, um zu gucken, was sie hat?
Mein Leib ist durch Handauflegen zusätzlich oder kurzfristig Stärke oder ähnliches verleihen. Ja, das habe ich verstanden. Ne? Ich wollte nur wissen, genau, ob du das irgendwie auch machst. Deswegen. Ja. Ja. Nee, was du meinst, ist, glaube ich, das sehende Auge. Ja. Ja. Hättest du ja auch machen können. Also, aus Interesse. Achso. Nee, ich bin gerade zu sorglos und. Okay. Ja. Dann fühlt sich Zetariel gestärkt. Ich nicke ihr zu und ziehe mich trotzdem zurück. Ich will nicht gesehen werden. Zumindest ja, nicht von den Menschen. Ja. Also die Leute stellen irgendwie dieses, machen halt so ein Segeltuchzeltdach mit so Stangen abgestützt. Es sieht auch so aus, als ob sie das schon mal öfters gemacht hätten. Stellen die Tische und die Bänke von drinnen nach draußen, schmücken noch ein bisschen dieses Segeltuchdach, hängen Laternen auf und stellen Fackeln hin, und damit das draußen ein bisschen beleuchtet ist. Und ja, dann fangen die drei etwas bunter gekleideten Personen an, wieder ein bisschen Musik zu spielen. Und es wird geklatscht und Leute fangen an, irgendwie sich zuzuprosten. Es wird irgendwie in Bechern irgendwelche Flüssigkeit ausgeschenkt. Und Liberia riecht auch irgendwie leckeres Essen, was man nach draußen trägt. Es hieß ja nur, wir sollen uns zurückhalten, nicht, dass wir nichts davon essen sollen. Also, Liberia lässt sich auch was bringen durchaus. Sie hält sich wirklich fern, weil das war der Befehl, aber bleibt am Rand des Ganzen, beobachtet die Menschen. Was man merkt, sie ist den Menschen gegenüber distanziert und zeigt ihre Emotionen denen gegenüber nicht. Im Vergleich zu euch, ihr seht sie, die Emotionen bei ihr, wenn sie mit euch zusammen ist, aber bei den Menschen hält sie sich sehr zurück. Lässt sich aber durchaus was von dem Essen bringen. Scheint es auch zu genießen und da eine gewisse Freude dran zu haben. Denn ansonsten beobachtet sie das Treiben, lauscht auf die Menschen und versucht auch abzuschätzen, ob was passieren könnte in der Nacht. Ob hier irgendwie Zwietracht in der Luft liegt. Dass vielleicht es nicht notwendig ist, dass wir eine Wache aufstellen über Nacht. Und ja, würde so in den Strom des Glaubens eintauchen und mit Prophet die Ereignisse der Nacht voraussagen wollen. Würde dafür auch eine Karte nehmen im Zweifelsfall. Oh, das klingt ja sehr friedlich und sehr freundlich. Ich weiß nicht, ob du die noch irgendwie mitdeuten wollen würdest, aber so, genau. Ansonsten würde ich es interpretieren, dass ich hier keine Zwietracht finde, sondern dass sie wirklich begeistert von unserer Anwesenheit sind, dass es so einen Glaubensschub in die Gemeinschaft gibt und dass dieses Schiff jetzt ihnen allen gehört und vielleicht tatsächlich mit Schöpfung, Heilung, Fruchtbarkeit, dass vielleicht tatsächlich auch eine Schwangere hier ist und in der Nacht noch ein Kind geboren werden könnte. Oh Gott. Ich möchte aber auch irgendwann meditieren und nicht nur mein Handwerk ausüben. Und dass einfach auch dieser ganze Akt die Gemeinschaft zusammenbringt. Sorry, ich war gemutet. Ja. Die Lieder werden, die Lieder werden christlicher, können sie nicht werden, weil Christen gibt's da nicht. Von daher. Sie werden allerdings etwas weniger vulgär. Sagen wir es mal so. So einige Strophen vom betrunkenen Seemann, den Inariel eben gehört hat, werden ausgelassen.
Ja. Lyriel sieht man halt einfach an, dass sie ja, gewohnt ist, sich unter etwas mehr Menschen zu bewegen als ihr. Ich meine, klar, in den Häusern der Heilung quasi aufgewachsen. Oder ja, also aufgewachsen. Und ja, sie passt halt einfach extrem auf ihre Flügel auf, aber ansonsten, wenn sie irgendwo Brot entdeckt, wird sie zugreifen, weil das mag sie irgendwie. Und ansonsten halt, ja, mal schauen. Wie gesagt, würde schauen, ob es sich irgendwie ergibt, mit jemandem zu reden, der sich hier mit heimischen Heilpflanzen oder sowas auskennt. Hm. Vielleicht irgendwas, was sie noch nicht kennt. War das eben eine Engelskraft, die Liberiel eingesetzt hat eigentlich? Ja, Prophet-Ereignisse voraussagen. Okay. Um sicherzugehen, dass wir eine ruhige Nacht haben. Und wenn ich halt nichts Bedrohliches feststelle, würde ich das auch an die Schar weitergeben. Nee, es fühlt sich halt sehr, ja, sehr gut an und sehr, ja, fühlst dich hier heimisch auf eine merkwürdige Art und Weise. Irgendwie die Musik spricht dir zu, der Duft vom Essen. Es ist so, als hättest du irgendwo das schon mal gerochen. Vielleicht ist es ihr bekanntes Rezept oder so. Und dein Blick schweift so über die Häuser und es ist irgendwie so, ach, schön. Und die Seeluft und ist alles so ein bisschen, es wirkt alles schön vertraut und heimelig und ruhig und geborgen und ja. Hat vielleicht so ein bisschen so einen verträumten Blick, wenn die anderen sie beobachten. Dann wird auch genau dieses Gefühl durch den offenen Kanal von mir schwappen und dazu die Botschaft, ich spüre hier keine Bedrohung von den Menschen. Ich denke nicht, dass wir Probleme in der Nacht bekommen mit ihnen. Dann gehe ich mal zu Daniel. Inariel. Magst du solche Feste? Sie sind mir fremd. Ich habe noch nie so etwas beigewohnt. Möchtest du dem beiwohnen? Oder ist dir das egal? Vielleicht solltest du wirklich. Weißt du, Daniel, ich werde jetzt erstmal meditieren. Und du kannst bei Liberiel und bei Lyriel bleiben. Ich bleibe hier so lange bei Citariel. Vielleicht taust du ja ein bisschen auf. Weißt du, du bist immer so still. Das nennt man fokussiert. Aufmerksamkeit. Nee, dann sei da sehr aufmerksam. Los. Ja, die Leute fangen dann auch irgendwann an zu tanzen und wenn Liberiel und Lyriel da irgendwie sich irgendwie Brote oder irgendwie was anderes nehmen, reichen sie euch halt auch irgendwie Teller und Tassen und ja, ziehen euch so ein bisschen mit rein in den Reigen, wenn ihr das mit euch machen lasst. Nee. Vielleicht zuerst so ein bisschen mitgehen und dann guckt Cetariel so ein bisschen streng rüber und dann, nein. Genau so nämlich. Sie kommt immer mal näher ran an den Kreis und man sieht auch, dass ihr Fuß mitwippt, auch wenn sie versucht, im Gesicht die Gefühle sich nicht anmerken zu lassen. Aber der Fuß geht mit, sie summt mit, sie singt sogar die ein oder andere Strophe mit. Aber irgendwann wird sie sich mal den Schiffsbauer und die Dorfvorsteherin suchen. Und was über die Viecher in Erfahrung bringen wollen. Oder das Viech, das Meerungeheuer. Ja, man bezeichnet es tatsächlich als den Leviathan, das Seeungeheuer. Und das kommt nicht oft, aber einige Fischer haben das wohl mal gesehen. Und einige Boote sind auch mal angegriffen worden. Meistens erkennt man es aber schon schnell, wenn das Wasser um einen herum dunkler wird, dann muss man halt schnell wegsegeln. So. Aber meistens kommt es auch nicht so richtig nah an die Küste. Es bleibt halt, wenn man die guten Fischgründe will, so weit draußen, dann läuft man Gefahr, angegriffen zu werden. Danke für euren Bericht. Wir werden das weitergeben.
draußen werden wieder Mofa-Rennen gefahren. Ja, schön, ja. Hoffe, man hört das nicht zu laut. Ja. Und ja, die scheinen euch, also die ignorieren euch nicht, aber sie scheinen halt wirklich um euch herum ein lauteres Fest irgendwie aufzubauen. Irgendwie, man tanzt um diesen Schuppen herum, bringt euch immer wieder irgendwie ein paar Früchte oder irgendwie Brot oder was, so Becher mit ja, Saft oder Wasser oder was anderem drin. Je nachdem, was ihr trinkt. Oder wenn ihr gar nichts trinkt, dann halt nehmt es halt wieder mit, guckt ein bisschen bedröppelt. Und ja. Tatsächlich kann man auch eine schwangere Frau sehen, die da irgendwie auch dabei sitzt, irgendwo sich ein bisschen zurückhält. Ja, ja, mehrere Kinder tanzen mit herum. Bei der schwangeren Frau werde ich bestimmt auch irgendwann mal auftauchen. Ein bisschen mit ihr reden. Und irgendwann würden die Spielmannsleute dann irgendwie einen Tusch aufspielen und dann sagen, wir haben zum Abschluss des Festes noch ein spezielles Lied für unseren himmlischen Gäste. Und dann spielen sie irgendwie ein recht langsames, irgendwie so ein Rausschmeißerlied, so ein bisschen, ne? Was halt nicht so fröhlich ist, aber wissen, ja, so ein langes, langsames, getragenes Lied, irgendwie ein bisschen melancholisch klingt es. Und ja, der Text geht, blick ich gen Himmel auf, mich die Sehnsucht rasch greift, meine Seele sofort wohl auf, wie ich dich durch Träume gescheit, Boten des Himmels, Boten des Rechts, die Flügel geliehen, die Träume sind echt, starke Retter in aller Not, Lichtbringer schenkt uns Glück, besiegen Hunger, Leid und Tod, kehren dann nach getaner Arbeit zum Herrn zurück. Und spielen halt auf und alle klatschen und dann klingt das Fest aber dann auch irgendwann aus. Und ja, Liberil hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Sängerin sie die ganze Zeit während dem Lied anschaut. Ich schaue aufmerksam zurück und lausche dem Lied. Ja, wie gesagt, es ist ein schönes, melancholisches, hinterlässt auch so ein wohliges Gefühl. Und dann verziehen sich die Lersten und gehen halt. Es wird ein bisschen aufgeräumt, es wird wesentlich ruhiger. Und irgendwann seid ihr dann ja nicht genau alleine. Also ein paar Leute sind noch da und räumen halt auf und bauen das Zeltdach ab und löschen Laternen und Fackeln. Aber eigentlich seid ihr unter euch in eurem Verschlag. Liberiel steht draußen am Verschlag und schaut den Aufräumarbeiten zu. Man spürt von ihr so eine Wehmut ausgehen, so ein bisschen. Der Wunsch vielleicht, nicht dazu zu gehören, aber ja, so ein fester Ort, wo man zu Hause ist, Gemeinschaft ist. Sie spürt dieses Gefühl selber und wundert sich auch zeitgleich, wo das irgendwie herkommt. Sie hat doch jetzt wieder eine Schar, sie ist doch nicht alleine. Aber die Wehmut vergeht nicht. Wie eine Klette, die sich irgendwo in den Haaren verfangen hat. Ja, und dieses Dorf fühlt sich für dich halt wirklich irgendwie an, als ob du dazugehörst. Das ist irgendwie... Dann kommt von mir, ich mache die erste Wache. Ruht euch aus. Gut. Danke sehr. Und Daniel, das Fest genossen? Es war etwas anderes. Ist noch nicht ganz meins, aber vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Nicht zu sehr. Er wird halt so näher rangegangen sein, aber hat auch dann vielleicht mal so bei, wenn Liberil sich mit wem unterhalten oder wenn Lyril sich mit wem unterhalten hat, zugehört, aber so diese unbeholfenen Partygänger, die einfach keine Ahnung haben, wie das geht, ne?
Und, sehr gut, ja. Ja. Kennen wir alle nicht, ja, das Gefühl. Ja. Wenn, Lyria setzt sich halt auch in den Meditationssitz, beugt sich so ein bisschen verschwörerisch zu Inari rüber. Ich glaube, ich habe ihn sogar vorhin einmal lächeln sehen. Und sagt sich dann so hin, so nach dem Mund. Jetzt Meditation hier, ganz unschuldig. Aber ich glaube, es ist ein guter Anfang für unsere Reise. Es ist ein schönes Ende für den ersten Tag. Finde ich auch. Die Reise steht unter guten Sternen. Gott ist mit uns. Was macht denn Liberiel noch während ihrer Wache? In der Wache soll man ja aufmerksam sein und das wird sie auch sein. Und erst dann, wenn sie die Wache abgibt, sich nochmal ins Land, den Horizont und ins freie Land gehen und gucken, ob sie was über den Leviathan herausfindet. Mhm. Damit sie dann am nächsten Morgen Citariel berichten kann. Du, bevor du dich zurückziehst, siehst du noch irgendwie, du hast ja die erste Wache, das heißt, es sind noch ein paar Leute wach. Und so die ersten, ja, die Lichter werden halt gelöscht und so und die Leute gehen halt jetzt ja alle nach Hause. Und du siehst eine kleine Szene, die dich noch ein bisschen so verweilen lässt, wie ein Vater mit seiner kleinen Tochter an der Hand irgendwie so am Eingang irgendwie seines Hauses steht, im Rahmen der Tür. Und sie noch so ein bisschen auf euch deutet und dann irgendwie so fängt zu zählen und er so auch mit den Fingern dann, ja, fünf und so, ne? Und dann irgendwie sie irgendwie hochspringt und so und er immer nur so nickt und dann immer auf den Türrahmen deutet. Und das Kind dann halt auch auf den Türrahmen guckt, ein bisschen so macht's. Ein bisschen mit dem Fuß aufstapft und sich an den Türrahmen hinstellt und der Vater halt irgendwie so dann mit der Hand halt in so eine gewisse Höhe deutet und das Kind halt so nach oben guckt, weil es noch nicht groß genug ist. Und die dann beide reingehen. Und irgendworan erinnert dich diese Szene, wo du weißt nicht genau, woran. Beschäftigt dich vielleicht ein bisschen. Vielleicht habe ich irgendwie auch so noch so Reste vom Abendessen abstauben können. Irgendwo heißt du irgendwie so frittierter Fisch oder ja, Honigmarinierte, vielleicht nicht frittiert, weil ist ein bisschen schwierig, ja, aber. Ja, oder gebacken oder was weiß, ja, ich. Und habe halt noch so einen kleinen, so eine Holzschale vor mir, wo so Teile davon noch drin liegen, die ich nebenbei mit so einem Holzpiker aufesse, während ich denen zugucke und vor mich hin lächel, kauen, die Szene, ja, beobachte. Irgendwas löst es in dir aus, irgendwie diese Szene. Aber du weißt nicht genau, irgendwie, das wirkt halt so schön und so. Dann kau ich langsamer und esse langsamer. Ja. Ja, und während sich Liberiel in ihre mit den letzten Bissen des gebackenen Fischs in ihre Land hinter dem Horizont zurückzieht und die anderen weiter meditieren und Kräfte tanken, verlassen wir die Schafe heute. Und schauen dann in 2 Wochen hoffentlich, wenn alles gut geht, wie es weitergeht. Und ob sie den Flug über das hohe Gebirge noch gut antreten können und was aus dem Dörfchen noch wird. Ob sie vielleicht entscheiden, den Leviathan zu jagen oder nicht. Das ist alles offen. Und wir schauen mal, was die Zeit bringt. Ja, vielen, vielen Dank für heute. Waren ein paar sehr schöne, interessante Szenen dabei. Und danke, dass ihr mitgemacht habt und an euch da draußen danke, dass ihr zugeschaut habt. Es waren ganz gute Zuschauerzahlen dafür, dass wir so ein unbekanntes System spielen. Das ist ganz gut. Ja, vielen Dank an Sweet Potato und Chibitava und Srave und all die anderen, die ich jetzt bestimmt vergessen habe. Danke, danke. Und wenn ihr es später guckt auf dem YouTube-Kanal, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet, unten drunter. Und dann ist der Weg auch nicht weit, wenn ihr es denn gut fandet, zu einem Daumen hoch. Freuen wir uns ganz doll drüber, meistens, eigentlich immer. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, irgendwelche Podcasts oder Actual Plays gucken und hören wollt, dann schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Über Yamera läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da könnt ihr ganz viele tolle neue Sachen entdecken.
nicht nur Engel, sondern auch alles mögliche andere. Und wenn das da etwas geben sollte, was euch fehlt und ihr sagt, das System kommt da aber gar nicht vor, dann macht doch selber was und bietet es an. Dann finden sich bestimmt Leute, die das mit euch austesten möchten. Genau. Ja, und ich frage mal so in die Runde, wann gibt es denn das nächste Mal irgendwas von D-Rex zu sehen? Wo findet man dich irgendwie? Wenn alles klappt und meine Notizen mich nicht irren, am Sonntag bei Feder im Biohazard-Stream, wissen wir noch nicht, müssen wir schauen, ob das tatsächlich stattfindet. Sonst aber definitiv am Montag bei Rerion, bei Vampire, Transsilvanische Chronik. Ja, prima. Ich, wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, dann verlinke ich euch natürlich in der Infobox oben auch die ganzen Kanäle, die hier genannt werden. Und unten drunter auch noch eine Sammlung aller möglichen Rollenspielkanäle. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Aber Feder, wann gibt es denn dann bei dir was, wenn das Sonntag so... Also bei mir auf dem Kanal gibt es dann das nächste Mal wahrscheinlich was am 2. August, wenn meine Wechselbalg-Chronik weitergeht. Die Winterchronik mit dem 4. Teil der Roten Jägerin, glaube ich. 4. Teil? Ja, 4. Teil. Ja. Guck diese Chronik, die ist toll. Okay. Und ich bin wahrscheinlich wieder zu sehen gesetzt, im Fall, dass jetzt am Wochenende alles gut geht, am Montag beim Azrael auf dem Kanal, wo ich ein sehr, sehr derpiges, durchgedrehtes Feenwechselbalg spiele mit einem Löwenschwanz und roten Haaren und ich heiße Carrot Firefrog und das klingt sehr abgefahren, ja. Beyond the Wall, sehr schönes System. Ja. Ja, Hotney und Yamera kann man ja immer so ein bisschen zusammenfassen, ne? Wo gibt's euch das nächste Mal? Wenn Sie sagen können. Samstag geht es vielleicht in die letzte Runde von Das Erbe der Comtesse du Cullin. Wir spielen Arcane Codex weiter. Mhm. Nächste Woche bin ich dann tatsächlich mal nicht zusammengefasst, sondern nächste Woche Mittwoch bin ich auf dem Kanal von Bio Inc. oder wie er sich jetzt umgenannt hat, in Bio Boing, bei seiner Herz das Diamant Sache zu sehen. Und den darauffolgenden Samstag leite ich Legend of the Five Rings, ein Kurzabenteuer mit Azrael und Ben & Paper als Gäste. Oh, cool. Nice, nice. Ja, und Loki, sieht man dich auch irgendwo anders oder bist du exklusiv qualifiziert? Immer noch exklusiv. Sehr gut, ich brauche immer exklusive Spieler, damit die Leute auch wiederkommen und bei mir was gucken. Sehr schön, ja. Also falls ihr Loki mal braucht für eine Runde, einfach anschreiben, damit sie nicht mehr exklusiv ist. Ja, sie nimmt auch gar nicht so viel Geld dafür. Stimmt. Du bekommst Geld? Bevor glaub, wir das jetzt hier weiter vertiefen und der D-Rex auch noch mal ein bisschen Geld fordert, sage ich noch mal einen schönen, schönen Abend. Es hat sehr viel Spaß und Freude gemacht. Ich hoffe euch auch und wir sehen uns demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.